Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen aus dem Zwischennetz bzw. dem Ulysses Studio über wahnsinnig tolle digitale Datenwege, die wir finden wir euch zu euch nach Hause zu einem besonderen Stream, denn wir reden heute über nichts Geringeres als Arkane Schmieden und Labore. Und weil ich dazu gar nicht so viel sagen kann, habe ich mir natürlich die exzellente Zoe eingeladen, die das Projekt betreut, kann man so sagen. Hallo Zoe, schön, dass du da bist. Hi, Philipp. Und wir wollen heute, wie gesagt, über arkane Schmieden und Labore sprechen. Ihr habt sicherlich schon davon gehört, du hast ja auch im Redaktionszeit, glaube ich, auch schon mal drüber geredet und das geistert jetzt schon ein bisschen länger durch die sozialen Medien und die Website. Von daher kennt ihr das vielleicht schon, wenn nicht, umso besser, dann solltet ihr dringend dranbleiben, denn wir stellen euch so ein bisschen vor, was drinnen vorkommt, was man sich drunter vorstellen kann, was da alles drin ist, was nicht drin ist. Und genau, wie immer gilt, ich werde versuchen, möglichst auf den Chat zu achten und Fragen mit aufzunehmen. Sprich, wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt das einfach rein und dann gucken wir, dass das irgendwie im Idealfall natürlich zum Thema passt und wir das dann passend da einbauen können. Und ansonsten würde ich sagen, wurschteln wir uns da einfach durch und gucken mal, dass wir euch cool zeigen können, was alles in diesem, so viel darf ich schon spoilern, sehr coolen Buch drin sein wird. Freut euch auf ganz viel magische Gegenstände, Artefakte und Alchemie. Richtig. Kann man das so sagen? Auf jeden Fall. Ich habe natürlich auch die Frage von dir gelesen, lieber Travidian, und werde sie sozusagen bewusst ignorieren. Aber es war schön. Punkt. Okay. Gut, dann wollen wir nicht weiter darüber reden. Liebe Zoe, ich überlasse die Bühne ganz dir, denn ich werde mich in Form eines chatbetreuenden Ingebots begeben. Richtig, machen wir so. Also ihr könnt auch gern schon, während ich euch Sachen erzähle, Dinge zum Thema fragen, über das ich gerade spreche. Ansonsten, was euch sonst so einfällt, im Zweifel machen wir am Ende noch eine Fragerunde und dann können wir nochmal alles durchgehen, was nicht erklärt wurde. Also es geht heute um arkane Schmieden und Labore. Das ist ein Quellenband für das Schwarze Auge 5. Es hat 160 Seiten, entspricht so dem Format, das ihr auch von unseren Kreaturenbänden zum Beispiel kennt. Das heißt, es ist ein Band der blauen Reihe, sprich ein Band, der Regeln und Hintergrundinformationen enthält zu einem bestimmten Thema. Und dieses Thema soll möglichst erschöpfend erklärt, präsentiert und illustriert werden, sodass ihr damit ganz viele eigene Abenteuer entwickeln könnt, Abenteuer ausgestaltet, die ihr fertig kaufen könnt, natürlich eigene Charaktere entwickeln könnt, die zum Thema passen, Antagonisten und Inspirationen findet für eigene Artefakte und Alchemiker und so weiter. Und ich habe euch heute vor allem auch eine ganze Menge Illustrationen mitgebracht, denn die sind alle fertig. Das Buch ist gerade im Layout und ihr könnt es aktuell vorbestellen in unserem Collectors Club. Noch bis zum 9. Februar. Wenn ihr es bis dahin vorbestellt habt, bekommt ihr auch ein gratis Vor-PDF wie immer im Collectors Club. Das heißt, ihr seht vor allen anderen, was drin ist, wie das Ganze aussieht und ihr habt die Möglichkeit, Feedback zu geben. Worauf ich mich immer besonders freue, denn da kann ich hautnah sehen, welche Teile euch besonders gut gefallen, wo vielleicht nochmal ein Kommafehler durchgerutscht ist, ob ihr vielleicht auch Feedback dazu habt, wie Illustrationen gestaltet sind, ob Texte gut lesbar sind, ob ihr vielleicht noch mehr Ideen hättet, die wir uns zumindest fürs nächste Mal merken können oder so. Oder was euch immer auch einfällt. Also das Formular ist da offen für jegliche Vorschläge und wer dabei ist, kennt das schon. Ansonsten fände ich es cool, wenn es das erste Buch ist, das ihr feedbackt. Denn das ist tatsächlich so eins von den Herzensprojekten, wo ich schon, das ist, wenn mir jemand mal gesagt hätte, hey, in 10 Jahren wirst du den Nachfolger von Wege der Alchemie betreuen und teils schreiben, hätte ich, undenkbar, unvorstellbar für mich. Also das ist für mich so eine kleine Erfüllung eines Lebenstraums. Insofern hoffe ich, dass der Band euch sehr gut gefällt. Aber ich erzähle euch jetzt erstmal, was da konkret drin ist. So. Wir können zum Beispiel mal damit anfangen. Dies ist ein Buch, das den Anspruch hat, euch das Thema Alchemie und magische Artefakte in Aventurien vollständig von allen Winkeln für das Spiel begreiflich zu machen. Das heißt, ihr findet nicht nur Regeln, sondern wir beginnen mit einem ganz großen Teil von Hintergrundinformationen, der euch erstmal erklärt, welchen Stellenwert haben diese Dinge in Aventurien überhaupt, der euch ein bisschen einführt, wie eure Charaktere über diese Themen nachdenken könnten, wo die in Abenteuer vorkommen könnten,
wie alltäglich all diese Sachen sind. Denn natürlich ist Aventurien ein sehr magischer und auch von Göttern und übernatürlichen Wesenheiten beeinflusster Kontinent. Trotzdem kann man sich, gerade wenn man natürlich neu in so ein Spiel einsteigt, immer wieder fragen, wie normal ist das alles denn jetzt eigentlich, wenn ich irgendwie als Held in so eine Stadt laufe und zum Beispiel hier auf den Artefaktjahrmarkt in Kunshum komme? Sind denn da auch einfache Leute aus Aventurien? Wer sind denn mögliche Auftraggeber? Von wem könnte ich denn ein magisches Artefakt kaufen? Wie mächtig können die überhaupt sein? Ist es so, dass zum Beispiel sowas wie ein Schutzamulett oder ein fliegender Teppich was ist, was ich quasi in jedem Dungeon looten kann? Oder ist das was total Außergewöhnliches, was nur einmal jemals in der Geschichte gefertigt wurde? Was gibt es da für ein Spektrum und was kann man da auch für den eigenen Heldenhintergrund oder für eigene Abenteuerideen quasi mobilisieren, um die Abenteuer auszugestalten und die ganzen Möglichkeiten von Aventurien auszuschöpfen? Um euch das zu vermitteln, beginnt der Band eben mit so einer gewissen Historie. Generell ist das Buch in drei Kapitel eingeteilt. Am Anfang geht es erstmal um Artefakte. Dann widmen wir uns der Alchemie und im dritten Kapitel geht es nochmal um Helden aus arkanen Schmieden und Laboren. Das heißt, da kriegt ihr dann Regeln dazu, was für coole Sonderfertigkeiten ihr vielleicht haben könntet, kriegt ein paar Professionspakete, ganz viel Ausrüstung und natürlich auch einen Abenteuerschauplatz, der euch nochmal ganz hautnah illustriert, wie denn so ein Labor oder eine Schmiede aussehen könnte und welche Abenteuer ihn da erwarten könnten. Das ist dann so der Abschluss, der alle Sachen verknüpft, die so ein bisschen im Buch vorgestellt wurden und euch einfach mal so ein ganz konkretes Beispiel gibt, mit dem ihr direkt spielen könnt. Genau, aber Teil 1 ist, wie gesagt, etwas die Historie. Da habe ich auch zum Beispiel noch dieses Bild dabei. Ganz wichtig war uns auch zum Beispiel unterschiedliche Blickwinkel von unterschiedlichen Völkern und Kulturen Aventuriens auf Alchemie und Artefakte zu geben. Also natürlich spielen die Menschen, die auch gerade ihr besonderes Zeitalter haben, eine riesige Rolle. Viele Magier zum Beispiel sind Artefaktschmiede, aber eben nicht nur Magier der Menschen oder die Gildenmagie generell ist ein Quell für besondere magische Meisterwerke. Auch natürlich die Echsenmenschen, die Achats, die Elfen, die Zwerge und auch andere Völker haben Außergewöhnliches im Laufe der Jahrhunderte geschaffen. Die Echsen zum Beispiel hatten ja schon ihr Zeitalter der Hochkultur. Das ist leider vergangen, aber dennoch haben einige Sachen natürlich überlebt. Und da Magie vor allem in Artefakten erstmal nicht vergänglich ist, wenn sie wirklich gut geschaffen ist, kann es natürlich auch vorkommen, dass man Sachen findet, die schon tausende Jahre alt sind und sie immer noch verwenden kann. Und wie unterschiedlich all diese Sachen aussehen können, je nachdem, aus welcher Kultur sie stammen, ist eben auch Thema des ersten Teiles von dem Teil über Artefakte. Da haben wir quasi so eine richtige Historie. Was sind die Ursprünge der Artefaktschmiedekunst? Von wegen, Ja, schön. hey, es gab doch Zyklopenschmiede. Wie haben die das gemacht? Welche Geheimnisse hatten die? Wie unterscheiden die sich denn von den Geheimnissen, die die Zwerge dann entwickelt haben, die ja mit dem auch die meisterlichsten Rüstungen und Waffen auch fertigen, auch heute noch in Aventurien? Die Elfen natürlich einen ganz eigenen Ansatz und haben auch sehr viel Elementarmagie zum Beispiel verwendet, um Sachen zu erschaffen. Und all diese Dinge spielen eine Rolle in diesem Kapitel. Dann gehen natürlich bis hinein in die Gegenwart, wo auch dann schon mal die ersten Figuren ein bisschen angeschnitten werden, was für Meisterwerke die so in den letzten Jahren erschaffen haben, woran die vielleicht gerade ambitioniert forschen. Und wir haben auch noch mal, wie gesagt, einen besonderen Abschnitt extra für Artefakte im Spiegel der Kulturen. Also was zum Beispiel gab es für große meisterliche Artefakte, die irgendwie vielleicht sogar ganze Kulturen definiert haben oder große Ereignisse der Geschichte, die bis heute sogar noch relevant sind. Ganz wichtig zum Beispiel und wird auch sicherlich, wenn wir dann irgendwann demnächst das Crowdfunding über die Echsensümpfe machen, zum Beispiel Bastrabun's Bann ist ein Artefakt, das eine quasi riesige Bannmauer war, die das alte Echsenreich von den abgrenzen sollte. Von den Menschen. Und das ist zum Beispiel eines dieser Meisterwerke, das zwar schon seit Jahrhunderten verfällt, aber immer noch eine große kulturell prägende Relevanz für die Echsenmenschen natürlich hat, denn die Kriege, die im Zuge des Ganzen gefocht worden und so weiter, sind Sachen, die halt auch keiner heute in Aventurien jemals vergessen hat. Und auch die Erben all dieser Konflikte haben natürlich dann darauf aufbauend weitere Artefakte und Forschungen entwickelt und so weiter.
Genau, das Ganze machen wir auch natürlich auch noch konkreter, denn wir haben auch spielfertige NSC quasi im Band, zumindest mit den Hintergründen, so wie das auch aus Regionalspielhilfen kennt. Da haben wir immer so wichtige Persönlichkeiten, die mit ihren persönlichen, mit ihrer Biografie quasi vorgestellt werden und ihren Zielen, die ihr dann auch eben konkret für eure Abenteuer nutzen könnt. Hier habe ich zum Beispiel drei Artefaktschmiede aus dem Band mal ausgewählt, um euch auch die Diversität hier wieder ein bisschen zu illustrieren. Wir haben zum Beispiel Oroto, den Meisterschmied. Das ist ein novadischer Zauberschmied, der dafür bekannt ist, große Heldenwaffen geschaffen zu haben. Wir haben aber zum Beispiel auch zwei neue Figuren, zum Beispiel Valandriel hier, der für die Elfenpate steht und gleichzeitig auch einen anderen Teil des Buches noch weitergehend illustriert, da er nämlich zwei besondere Schwerter mit sich führt, die von Artefaktseelen beseelt sind. Das heißt, das sind quasi Waffen, die eine Persönlichkeit entwickelt haben, weil sie so unglaublich meisterlich gefertigt sind und eine Seele in sich tragen, die sogar mit ihm kommunizieren können und quasi so ein bisschen seine Sidekicks sind. Und weil das was ist, was natürlich Spieler immer haben wollen und zu Recht, dachte ich mir, hey, da muss auch eine Figur her, die quasi vielleicht auch Geheimnisse weitergeben kann, wie sowas möglich sein kann, dass man solche Waffen oder generell Artefakte aller Art erschaffen kann. Das kann ja auch eine Wunderlampe sein oder Genau, ein ja. magischer Gürtel, eine Brosche, ein Amulett, ein Schild, eine ganze Rüstung. Da sind ja quasi der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und auch das ist ein Thema, das immer und immer wieder betont wird im Teil über Artefakte. Ein Artefakt kann im Prinzip alles sein. Und allein diese Tatsache lässt halt unendlich viele kreative Möglichkeiten zu, die von lustig bis gruselig alles ermöglichen. Und möglichst viele Beispiele für all diese Sachen zu finden, war natürlich auch eine willkommene Herausforderung für die Autoren des Bandes. Genau, dann habe ich auch noch hier eine Kristallomantin als Beispiel genommen, die neu ist. Sphrixa von den Schmieden von Torque. Dazu kann ich auch gleich noch mehr sagen, wenn ich euch die nächste bzw. übernächste Elo zeige. Also hier habe ich zum Beispiel ausgewählt. Wir haben nämlich auch konkrete Zauberschmieden in diesem Band, nicht nur NSCs. Die gehören teilweise so ein bisschen zu den NSCs dazu, aber manchmal auch nicht, wenn sie halt einfach nur auch zum Beispiel größeren Gruppierungen gehören. Hier die Zauberschmiede des Kalifen in Merwed ist zum Beispiel Teil der dortigen Magierakademie. Und die Novadis haben natürlich auch mit ihrem speziellen Glauben an Rastula, wie wir im Wüstenreich zum Beispiel ja ausführlich auch gezeigt haben, also eine ganz eigene Perspektive auch auf die Magie, die von bestimmten Gesetzen geprägt ist und von einer bestimmten Ästhetik auch und Ansprüchen daran, weil alle Werke, die sie fertigen, sollen besonders ästhetisch sein und die Perfektion auch der Welt irgendwie widerspiegeln. Und ein großer Teil ihrer Philosophie ist zum Beispiel, aus dem Geringsten das Meiste herauszuholen. So sind sie zum Beispiel auch dafür bekannt, aus dem Sand der Wüste ansprechendes Glas geschaffen zu haben und Porzellan und schönste Meisterwerke, die nützlich, aber auch schön sind. Und solche philosophischen Gedanken auch dahinter, welche Motivation man haben könnte, Artefakte herzustellen und welche Abenteuer das ermöglichen kann, sind auch Sachen, die wir in diesen Beschreibungen dieser Orte angelegt haben. Da geht es auch zum Beispiel darum, was für anderen Gruppierungen, die vielleicht im Konflikt stehen und so weiter. Da schreiben sich Abenteuer dann quasi von selbst immer. Also sobald Ich man bin schon, irgendwie ich bin gerade schon ist. abgetaucht. Ich hab's. Genau, hier passend zu Strixa haben wir die Schmieden des ewigen Volks von Chalk. Chalk ist eine Sehr Stadt in den geil. Echsensümpfen, die minimal beschrieben ist bisher. Das heißt, wir hatten da sehr große Freiheit, uns zu überlegen, wie es da aussehen könnte. Die Idee war, hier handelt es sich um eine unterirdische Schmiede, fernab von den Augen der Göttern, die die Echsen ja fürchten, im Gegensatz zu den Menschen, die ihre Götter ja eher verehren. Und dort werden Geheimnisse der Urzeiten der alten Echsenreiche enthüllt. Wir sehen jetzt zum Beispiel im Vordergrund so Steineier. Das sind im Prinzip auch ein Artefakt, das in diesem Band beschrieben ist. Das sind Erinnerungseier oder Axie. Die kann man sich ein bisschen so vorstellen wie Holocrons in Star Wars eigentlich. Also es sind im Prinzip Erinnerungssteine, in denen halt bestimmtes Wissen gespeichert werden kann. Die Idee dahinter war zum Beispiel, hey, die Echsensümpfe sind super feucht. Da ist Papier und all so eine Sachen, Bäume ist auch schwierig. Klar, Papyrus ist eine Sache, die es in der Region gibt, aber wir wollen ja Geheimnisse, die tausende Jahre alt sind.
Und wir wollen vor allem den Echsen so ein bisschen so einen kleinen Sci-Fi-Touch immer mitgeben, weil sie natürlich aus einem Reich kommen, das so weit entwickelt war, in magischen Dingen auch, dass man sich teilweise gar nicht mehr vorstellen kann heute. Und um da ein bisschen so die Möglichkeit zu haben, diese Dinge immer wieder ein bisschen wiederzubringen, gibt es jetzt halt diese Art von Artefakten, diese Erinnerungseier, in denen man dann halt, je nachdem, wie man das für seine Geschichte braucht, kleinste Schnipselchen der Vergangenheit zurückbringen kann, um gewisse Abenteuer anzustoßen oder voranzutreiben. Auch ein Okay. wundervolles Detail hier, der Elementar in der Schmiede, der aussieht wie ein Salamander. Das war Ich die war so Frage, genau, begeistert. ja. Ja. Genau. Das werden wir, heizen die mit dem Dämonen? Ne, das ist ein Feuerelementar. Die Achats haben auch sehr begabte Elementaristen unter sich und entsprechend unterirdisch und so weiter. Die betreiben da, wenn es geht, alles mit Magie. Sehr cool. Auch eine super coole Lichtstimmung auf dem Artwork. Auf jeden Also Fall ich habe eins schon eine meiner ganze Menge an Faves. Fragen angesammelt, wenn du Okay, möchtest. wir haben auch eine gute Station, wo wir kurz ein paar Fragen sammeln können, glaube ich. Genau. Also, wartet mal ganz kurz. Die eine übernehme ich hier noch. Das habe ich auch. Und dann übernehme ich die hier unten auch. Ah, das sind ja zwei, alter Leute. Also, ich fange mal an mit Wins One, der hier ganz fleißig Fragen stellt. Und zwar, werden die Traditionen wie Druiden oder Hexen bedacht? Ich vermute, sie würden Artefakte eher aus Holz fertigen. Vielleicht gibt es da ja Sonderfertigkeit, wo man irgendwie Holz damit benutzen kann oder für die, welcher man Holz für die Artefakterschaffung vorbereiten kann. Also generell sind Druiden und Hexen natürlich auch mitgedacht. Die allergrößten Meisterwerke der Artefaktkunst sind meistens aus Metall gefertigt, einfach weil die arkan potentesten Materialien sind magische Metalle und Unmetalle und solche Sachen. Das ist einfach eine Sache, die in Aventurien so ist. Es gibt auch einige, natürlich Steine, sind auch ein großes Gebiet in der Artefaktenmagie, allein weil die Kristallomanten der Achats sind ja quasi Steinzauberer, die benutzen Edelsteine für ihre Magie und es gibt sehr viele unterschiedliche Arten von Edelsteinen und auch fantastischen Edelsteinen, die es in echt nicht gibt und Diamanten und sowas, die besondere magische Fähigkeiten haben in Aventurien. So Holzartefakte, auch so wie Traditionsartefakte, die man ja zum Beispiel kennt, Hexenfluggeräte und solche Sachen, also der klassische Hexenbesen, sind auch ein Ding, auf jeden Fall. Hier und da gibt es auch Erwähnungen, aber tatsächlich ist einfach so historisch bedingt, auch weil natürlich die Sachen haltbarer sind und die Jahrhunderte und Jahrtausende überdauert haben, selten Artefakte aus Holz gefertigt, die zumindest so einen gewissen Legendenstatus erreicht haben. Das heißt nicht, dass man das nicht ändern kann. Hexen und Druiden sind natürlich nochmal besonders relevant im nächsten Teil des Buches, wenn es um Alchemie gibt, weil sie da sehr besondere Expertise haben, auf die noch sehr ausführlich eingegangen wird. Bei Artefakten würde ich sagen, ist nicht das Hauptspezialgebiet von diesen Zauberertraditionen, aber klar, so Druiden, die ihre Herrschaftsmagie natürlich auch vielleicht in Amulette und Ringe und sowas speichern, auf jeden Fall. Also so ein Archon Megalon hat sicher seine Hand voll mit Zauberringen, keine Frage. Insofern kommt auch vor, ja. Gut, ich habe eine Frage, die hast du so ein bisschen, glaube ich, schon mit beantwortet. Ich stelle sie einfach trotzdem nochmal von Vero. Ja. Hallo Zoe, hallo Philipp, ich hätte folgende Frage. Auf wen bezieht ihr euch eigentlich mit Arkane Schmieden? Auf den profanen Schmied mit der Fähigkeit Zyklopenschmied? Auf Janiger Zauberschmiede oder vielleicht Gildenmagier-elfischen Form mit Applikatus? Alles natürlich. Das ist ja das Schöne an diesem Titel. Der umfasst natürlich alles. Also, wenn wir später, wenn ich gleich noch ein bisschen was dazu erzähle, welche Regeln denn ja auch genau in dem Band sind, werdet ihr sehen, was da der Fokus ist, dann würde ich es einfach damit beantworten. Ich glaube, das passt besser. Okay. Ich habe noch eine Frage von Vero, die vielleicht gerade noch dazu passt. Ist Thema Steine, wird auch Petromantie, also die Magie der Edelsteine, erwähnt oder wird darauf eingegangen? Ja, es gibt tatsächlich auch eine Szene in dem Band, der die Kristallomantin aber Mensch ist und auch eigentlich Petromantin in dem Sinne. Also quasi Petromanten
sind quasi das, was Christolomanten wären, wenn sie Menschen wären und nicht Echsen. Also das sind Traditionen, die auch quasi historisch in Aventurien entwickelt wurde, aus der alten Magie der Echsen, nur halt dann von Menschen interpretiert und quasi an ihre Bedürfnisse angepasst. Das ist auch eine Sache, die erwähnt wird, aber Materialien werden in diesem Band vor allem im Bereich der Regeln genauer vorgestellt, wenn es darum geht, was man damit wirklich erreichen kann. Also Petromantie hat keinen eigenen Abschnitt oder sowas, aber es ist auf jeden Fall was, was mitschwingt an mehreren Stellen im Band. Und zum Beispiel diese NSC repräsentiert es auch ein bisschen. Okay. Dann mache ich mal noch zwei Fragen, dann lasse ich dich einfach mal erstmal weitermachen. Und zwar die eine Frage kann ich, glaube ich, selbst beantworten, nämlich von Jogenia, wenn man nur das PDF möchte, weil man keinen Platz mehr im Regal hat, was kann man denn dann machen? Eine Vorschlag ist natürlich mehr Regale kaufen, klar, aber nein, im Ernst, wenn ihr das PDF-only wollt, dann bietet es sich natürlich an, die PDF im Drive-Thru zu kaufen, also in unserem E-Book-Shop, da könnt ihr euch das einfach holen. Das müsste dann aber erst halt mit dem offiziellen Release kommen. Ich glaube nicht, dass es über den Collectors Club PDF only geht. Korrigiere mich, wenn ich ein bisschen erzähle, sorry. Nee, das kommt dann quasi an dem Tag, wird es online geschaltet, wenn es auch im Handel offiziell als Buch erscheint. Das dauert dann halt noch ein bisschen. Genau, ja. Das, also zu der Frage, wie gesagt, da müsst ihr euch dann noch ein bisschen gedulden. Ansonsten, die andere Frage, die ich noch stellen wollte, war denn von Nepomuk, wie groß wird der Anteil für profane Alchemisten? Wird es klare Substitutionsregeln geben? Dazu kommen wir auch, wenn wir beim Thema Alchemie sind. Mhm. Aber profane Alchemisten sind auf jeden Fall auch, haben auch viel von diesem Band. Keine Frage, das kann ich schon sagen. Sehr cool. Gut, ich habe noch eine ganze Menge an Fragen, so viel will ich schon sagen, aber ich dachte mir, vielleicht machen wir erstmal mit dem Content weiter von dir und dann nehme ich dir einfach nachher noch mit auf. Okay, machen wir so. Also, ich war gerade hier bei dem Bild mit einer schönen Collage von Artefakten von Verena Latanzi. Dazu muss ich euch was zeigen, einfach weil ich so stolz bin. Ich möchte diese Dieses Hand Bild haben. Ist inspiriert von dieser Hand, die in meiner Bude steht, um meine Ringe zu halten. Und ich fand mich sehr clever dafür, dass ich auf die Idee gekommen bin, dass es Teil dieser Illustration sein könnte. Okay, ich wollte mich nur kurz selbst loben. Sehr cool. Ich wollte mich gerade sagen, ich finde diese Hand mega cool. Die kann man diese kaufen. Artefakt haben. Ja, also mit wenig Google-Skills und ein bisschen Geduld kann man sie eigentlich ziemlich leicht finden. Hand für Artefakt. Okay. Ich hab auch sowas irgendwo mal gesehen auf einem Foto, keine Ahnung, auf Instagram und dann dachte ich mir so, Alter, ey, das brauche ich. Und dann habe ich einfach rumgegoogelt und hab's gefunden in 5 Minuten. Also, ich schaff das. Sehr cool. Okay, genau. Konkrete Artefakte spielen natürlich auch eine Rolle. Aber ich wollte erst noch sagen, wir haben auch einen extra Abschnitt, das war mir persönlich sehr wichtig, der sich nennt Artefakte im Spiel. Da wird das, was ich anfangs schon mal angedeutet habe, nochmal ganz ausdrücklich für Spieler und Spielleiterinnen erklärt, nämlich welchen Stellenwert haben Artefakte im Spiel? Wo kann ich die ganz konkret finden? Wo kann ich die ganz konkret kaufen? Woran wird ganz konkret geforscht? Das heißt, wenn ich mir jetzt einen Held erstelle, der irgendwie Artefaktschmied ist und dem ich irgendwie eine coole Motivation mitgeben will, warum er auf Abenteuerreise geht, dann hat man zum Beispiel hier einen Abschnitt, wo halt steht, hey, woran wird aktuell geforscht? Was könnte was sein, wo ich zum Beispiel für einen Lehrmeister eine Schmiede, wo ich ausgebildet wurde oder irgendwas irgendwie finden kann oder was Probleme bereiten könnte, sodass man auf die persönliche Quest geht oder sowas. Und ganz wichtig auch Aberglaube über Artefakte. Für so ein paar Ideen, wie man so wie man wirklich flufftechnisch so im Spiel das mal ausgestalten kann, von wegen, hey, vielleicht spielen wir nicht die Gruppe, die irgendwie stumpf in den Dungeon geht und einfach alles einpackt, was sie findet. Vielleicht geben wir uns das mal, jedes einzelne Stück in Ruhe anzugucken und wertzuschätzen, was unsere Spielleiterin für uns gebaut hat und zu hinterfragen,
Ist das verflucht vielleicht? Gibt es irgendwie spezielle Sachen, die man dort machen sollte? Lohnt es sich, das zu analysieren und da vielleicht auch, keine Ahnung, jemanden in der Gruppe zu haben, der vielleicht gewisse Handwerkstalente hochgesteigert hat und sich vorher das Ding mal genauer ansehen kann, bevor man das erste Mal verwendet, der vielleicht auch daraus Wissen rekonstruieren kann, um eigene Sachen herzustellen? Oder kann man da vielleicht sogar noch Sachen ableiten darüber? Wer Sachen hergestellt hat, etc. etc. Also, das ist so ein Abschnitt, wo ich persönlich den ich haben wollte, eben um mal so konkrete, lustige Beispiele dafür zu geben, wie man als Spieler auch auf solche Sachen reagieren kann, ohne einfach so drüber hinwegzugehen und direkt zum nächsten weiterzugehen, sondern sich darauf einzulassen, ein eigenes Abenteuer zu diesem Thema zu machen, weil man zum Beispiel eine Themengruppe spielt, weil man halt einen Helden spielt, der speziell sich für Artefakte interessiert und das wirklich ausspielen möchte, aber natürlich auch für Spielleiterinnen, die eben genau so eine Art Abenteuer mal schreiben oder einfach leiten wollen, wo es halt um verschiedenste Artefakte vielleicht sogar geht und jedes so einen eigenen, ja, auch so einen eigenen Flavor mit sich bringt, was so gewisse Aberglauben angeht. Wie reagieren Leute darauf? Warum könnte ein Auftraggeber die Motivation haben, ein bestimmtes Artefakt loswerden zu wollen oder haben zu wollen? Und es halt nicht immer so 0815 ist, ja, der will es halt haben, sondern vielleicht ist da ja irgendein quirky Grund dahinter, der für sich irgendwie einen schon einfach motiviert zu forschen und mal nachzuschauen, was da los ist. Weil ich glaube, das sind so die Momente, die einem dann wirklich im Gedächtnis bleiben, wenn man halt nicht mehr die Form sieht, weil Abenteuer natürlich auf eine gewisse Art immer ähnlich aufgebaut sind, weil es halt ein Spiel ist, das auf eine gewisse Weise funktioniert, sondern wenn es halt wirklich zu einer lebendigen Geschichte wird und man einfach nur wissen will, was jetzt dahinter steckt. Also wenn man wirklich voll die Immersion irgendwie, wenn die anfängt zu greifen. Und deswegen sind mir solche Abschnitte in Büchern immer total wichtig. Deswegen ist das speziell nochmal hier drin. Vielleicht dazu direkt eine Frage, weil es passt, glaube ich, ganz Ja. gut. Wird es denn verfluchte Artefakte geben? Also ist das eine berechtigte Sorge? Das ist natürlich eine berechtigte Sorge. Es gibt verschiedene Gründe, warum ein Artefakt ganz komische Dinge machen kann. Und es hat auch einen eigenen Abschnitt bekommen. Zu dem komme ich auch gleich noch, denn ich habe auch hier eine Okay, Folie. ja, okay, gut, ja. So, das ist so eine kleine Collage, die ich gemacht habe, die verschiedene Bereiche des Buches, dieses Abschnitts des Buches thematisiert, sodass ich da nichts vergesse und mich schön dranhängen kann. So, denn jetzt kommen wir langsam nach diesem ganzen Hintergrund und so weiter in den Bereich, wie sieht es denn aus mit Herstellung von Artefakten? Das ist ein nicht zu verachtender Teil des Buches, beschäftigt sich auch mit Regeln, denn der Sinn des Bandes aus meiner Sicht war nicht, sowas zu machen wie eine Rüstkammer, wo ihr einfach irgendwie 50 Artefakte habt, die ihr benutzen könnt. Die habt ihr auch. Also hier sind auch Artefakte drin, die ihr fertig benutzen könnt und auch Alchemika. Aber das ist nicht der Fokus des Bandes. Eigentlich wollt ihr selber Sachen bauen. Das ist das, was jeder, der sich für einen handwerklichen Helden interessiert, der hat den Traum, selbst was zu bauen. Zumindest ist das mein Verständnis und meine persönliche Motivation, solche Helden zu spielen. Und das, was ich von so einem Band am meisten erwarte, vor allem anderen, ist, dass ich da einen schönen Baukasten kriege dafür, was ich selber erschaffen kann im Rahmen dieser Welt und der Regeln. Und genau das haben wir in diesem Kapitel in jeder Hinsicht abgebildet. So, fangen wir einfach mal an. Wir haben zum Beispiel hier links oben in der Ecke, eins der Axier, nämlich Erinnerungseier, die ich schon erwähnt hatte. Das ist ein Beispiel dafür, was für normale magische Artefakte in diesem Band zum Beispiel vertreten sind. Das heißt, wir haben eine gewisse Auswahl davon, von Beispielen, die transparent erklärt sehen, sind, wie sie auch regeltechnisch gebaut sind. So von wegen, hey, das ist ein Erinnerungsei. Artefakt in Aventurien, wer überhaupt gar keinen Plan hat, hier das erste Mal gesagt, funktionieren im Prinzip so, dass man einen Zauber hat, den man kann. Und dann legt man ihn auf ein Objekt, das man sich aussucht. Und um das zu tun, gibt es selbst einen Zauber, der nennt sich Arcanovi, also ein Ritual. Wenn man das durchführt, kann man quasi einen Zauber, den man kennt, in einem Objekt verankern. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht und auch verschiedene Artefaktsorten, die man herstellen kann. Und in diesem Band haben wir auch wieder ein paar alte Versionen oder Sorten von Artefakten quasi auch wiedergebracht, die es auch in früheren Editionen gab und die bisher noch nicht beschrieben waren. Zum Beispiel sowas wie den Zauber-Talisman. Ein Talisman ist zum Beispiel dazu da, Zauber zu verstärken, aber es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel Zauber zu speichern als Zaubermatrix, also das nennt sich dann Matrixgeber, sodass man quasi nur
nackte Astralenergie reinfließen lassen muss und dann aktiviert sich der Zauber, der darin gespeichert ist. Also man hat quasi einen Zauberslot gewonnen mit einem Zauber, den man noch nicht kannte und kann ihn immer wieder auslösen, solange man Energie reinfließen lassen kann. Das sind mögliche Varianten, aber das klassische Artefakt ist einfach, hey, ich kann einen Flammenstrahl Ignifaxius schießen. Wäre es nicht cool, wenn ich das vorbereiten könnte für irgendwann oder am besten auch immer wieder benutzen könnte und es irgendwie, keine Ahnung, in mein flammendes Schwert baue? Und dann kann man diesen Zauber auf sein Schwert mit dem Arcanovi drauflegen und quasi dann einen Flammenschnall rausschießen. Und je besser man ist und je mehr astrale Kraft man investiert, desto öfter kann man das natürlich machen. Okay, ja, das ist das Grundprinzip. Also wenn ich das ganz kurz sagen darf, ich bin natürlich klar biased, aber ich erwische mich die ganze Zeit, wie ich deine Ideen weiterspiele und denke, ah ja geil, das würde ich gerne mal machen für einen zum Beispiel und dann bin ich schon lost irgendwo ja, beim Kopf. Und vor allem, das ist ja auch das, ich habe jetzt also absichtlich erstmal das langweiligste aller möglichen Beispiele genommen, ach, weil den Flammenstrahl kann sich jeder vorstellen, gibt es in jeder Fantasy-Welt mit Zauberei. Aber natürlich gibt es in Aventurien viele, viele Zauber, mit denen man, gerade wenn man sie auch kombiniert in Artefakten, was auch möglich ist, und sogar intelligente Artefakte herstellt, die vielleicht sogar auf so eine synästhetische, intelligente Art, als wären sie beseelt, diese Sachen auch vielleicht sogar situativ kombinieren können, sodass dann auch unterschiedliche Sachen dabei rauskommen, je nachdem, was das Artefakt quasi wahrnimmt und auf was es reagiert, etc. etc. Also, ich komme gleich nochmal genauer zu Regeln, aber ich habe schon auch meinen Autorinnen gesagt, alle Mittel, um einen Computer magischer Art in Aventurien herzustellen, sind da. Mit von wegen Auslösern und so weiter. Ist eigentlich relativ einfach zu realisieren. Ist nur keiner drauf gekommen und hat auch möglicherweise die Ressourcen nicht gehabt. Aber so rein mechanisch geht quasi alles. Man muss nur kreativ genug sein. Offene Herausforderung von mir. So. Auf der Collage seht ihr auch einen fliegenden Teppich. Der steht ein bisschen Part hier dafür, dass wir auch legendäre Artefakte in diesem Band haben, die sich mit Regeln nicht erklären lassen und auch nicht erklären lassen sollen. Fliegende Teppiche gehören da jetzt erstmal nicht unbedingt dazu. Die sind sehr lange natürlich ein wohlgehütetes Mysterium gewesen und teilweise sind sie es auch noch. Sie funktionieren in der Regel so, dass man einen Djinn oder einen Elementar darin bindet, der den Teppich dann bewegt. Eigentlich eine simple Idee. Aber es gibt natürlich auch Wunderwerke wie fliegende Zauberschiffe und solche Sachen, die so komplex sind und so einzigartig oder so unerklärlich. Dazu gehört natürlich auch das legendäre Schwarze Auge, das hier in der Mitte Pate steht, natürlich auch für das Spiel an sich Pate steht, die so eine starke, besondere Magie haben, die sich von keinem Zauber einzeln erklären lässt, vielleicht nicht mal mit so einer Kombination von Zaubern. Und dass wir das haben wollen in der Welt, ist natürlich so begründet, dass wir immer die Möglichkeit offen lassen wollen, dass Spielleiterinnen auch mal das bauen können, was sie einfach brauchen, um eine besondere Geschichte zu erzählen. Es gibt Götter, es gibt Erzdämonen, es gibt natürlich auch Sterbliche, die zu verhüllten Meistern werden und so gottähnliche Kräfte entwickeln. Und die müssen natürlich auch Sachen können, die eigentlich unmöglich sind. Ja, okay. Das sind ihre Alleinstellungsmerkmale und so entstehen natürlich auch die besonderesten Geschichten. Deswegen gibt es auch hier einen kleinen Rundgang dann später durch die Welt der legendären Artefakte, die natürlich, so mächtig sie sind, auch alle benutzt werden können und sollen. Die soll man finden, die soll man benutzen und wo die zu finden sind, wie man sie benutzen kann, was für Abenteuer möglich sind, das wird auch dann natürlich hier im Band vorgestellt. So, ihr seht auf der Folie aber noch zwei weitere Sachen, haben wir auch gerade schon angeschnitten. Nämlich auf der linken Seite sieht man so ein interessant aussehendes, verzaubertes Schwertding. Das ist in Wirklichkeit ein Dämon namens Agribal. Den kann man zum Beispiel rufen, wenn man es ein bisschen leichter haben will, zumindest was Ressourcen und solche Sachen angeht. Oder wenn man sich denkt, hey, meine Seele ist mir jetzt nicht so viel wert, wenn ich dafür ein gewisses Zauberschwert haben könnte. Und dann rufe ich meinen Agribal, der kann mir das herstellen, der kann es vielleicht sogar beseelen und besser machen, als es wäre, wenn ich es als Held selber hergestellt hätte. Natürlich auch was man Antagonisten wunderbar geben kann. Aber meine persönliche Erfahrung ist, dass natürlich auch immer wieder Helden gibt, die einfach mal Bock haben,
ein bisschen auszurasten, um ein bisschen böse zu sein. Oder zumindest so diese Linie zum Bösen irgendwie so ein bisschen lang zu tänzeln, weil natürlich gibt es auch gute Dämonenbeschwörer in Aventurien, in der Schwarzen Gilde und so weiter, die das natürlich nur machen für die Forschung. Ah, ja, Und oder um das Gute zu um retten andere natürlich. Dämonen zu bekämpfen, ist auch ein Ja. Ding. Aber ja, so ein Agrival, der kann auch verschiedene Sachen. Da hat auch einen eigenen Abschnitt bekommen, wo es darum geht, wie kann man den verwenden, um Artefakte herzustellen, etc. etc. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch die Artefaktseelen. Das ist hier repräsentiert durch diese spooky Rüstung. Artefaktseelen können auch sehr unterschiedlich entstehen oder unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Da mag es auch mehr so den koboldartigen Spuk geben, der auf einmal irgendwie halt so eine meisterliche Rüstung erfüllen mag und dann fängt die auf einmal an, Dinge zu tun, wenn man es gar nicht wollte oder vielleicht die eigene Zauberwirkung irgendwie nach Lust und Laune zu modifizieren. Da natürlich auch was sehr Nützliches dabei rauskommen, wie zum Beispiel die Schwerter des Elfen, den ich vorhin vorgestellt habe, die dann vielleicht nicht nur nützliche und lustige Tipps geben, sondern eben auch einfach besser kämpfen, weil sie eine persönliche Motivation haben oder einen behindern können, wenn sie schlechte Laune haben, natürlich. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, wie Artefakte generell so einen gewissen Chaosfaktor kriegen können, weil es geht ja natürlich um sehr komplexe, hohe Magie, bei der sehr viel schief gehen kann, gerade wenn Anfänger da rumspielen oder wenn man sehr, sehr mächtige Materialien verwendet, die vielleicht auch ja so ein gewisses Gefahrenpotenzial eben mit sich bringen. Und auch dafür haben wir einen eigenen Abschnitt, der heißt chaotische Artefakte oder so ähnlich, wo es all diese Möglichkeiten gibt. Da gibt es sogar so eine kleine Übersichtstabelle. Unter welchen Bedingungen kann ein Artefakt chaotische Wirkung entwickeln? Dann, wie können die aussehen? Wie könnt ihr die für Abenteuer nutzen? Natürlich gibt es auch eine schöne Würfeltabelle, wenn ihr euch nicht selbst was Ja, ausdenken perfekt. Ja, wollt. aber das ist doch cool. Muss es geben. Und all solche Sachen. So. Aber bevor ich jetzt anfange, euch richtig was über die Herstellungsregeln zu erzählen und im Detail vorzustellen, wie das dann funktioniert, möchte ich darauf hinweisen, dass es mir gelungen ist, eine neue Art von Illustration für diesen Band zu gewinnen, nämlich die Ingame-Illustration. Das ist etwas, was ich natürlich von der Idee schon von unseren Ingame-Bänden generell kennt, zum Beispiel das Einmaleins der Kräuterkunde oder der Einmalnach der Ungeheuer. Das sind Bücher, die quasi in Aventurien noch existieren, von aventurischen Autoren Ingame geschrieben wurden und die ein bisschen euch halt so ein Fenster da in die Welt des Selbstverständnisses der Aventurier geben und den Wissensstand, den die auch haben. Weil es gibt ja immer diese Sache, all das, was in so einem Quellenbuch drin steht, ist natürlich nicht das, wie es der Aventurier, der Durchschnittsaventurier wissen würde. Der kennt Märchen, der kennt Legenden, sogar ein sehr gebildeter Magier oder Gelehrter oder Priester kann natürlich auch in bestimmte Geheimnisse von verschiedenen Themenbereichen eingeweiht sein. Aber fast niemand weiß alles. Und jeder hat halt natürlich auch seine persönliche Perspektive. Und um euch das auch ein bisschen zu illustrieren, wie jemand in Aventurien sich diese Kunst, Artefaktschmiede und Alchemie vorstellt und natürlich auch, um euch einfach geile Illustrationen zu bringen, so wie ich persönlich sie einfach also extrem feiere, haben wir diverse solche Ingame-Illustrationen auch im Band. Die sind größtenteils im Historienkapitel und so verteilt, aber auch sonst in den anderen Teilen des Buches. Hier sehen wir zum Beispiel eine Karfunkelernte, deren Materialien und ihre Beschaffung und ihre Besonderheiten sind natürlich für Artefakte und Alchemie sehr, sehr wichtig. Denn je mächtiger die Grundzutaten sind, desto mächtiger wird auch das Ergebnis. Und der Karfunkel ist natürlich sowohl für die Alchemie als auch für Artefakte einfach eins der mächtigsten Grundzutaten, denn das ist quasi der Zauberstein, der im Gehirn von Drachen sitzt und der ihnen ihre Zaubermacht verleiht und in dem auch ihre Seele gebunden ist. Und so ein Drachentöter ist nicht umsonst aventurienweit gerühmt, denn der hat in der Regel dann halt auch einen Karfunkel und kann dann sich erstmal zum Beispiel hier ein geiles Zauberschild draus schmieden. Regeln dazu, was man mit Karfunkelsteinen machen kann, zum Beispiel auch eine neue Sonderfertigkeit, wenn man zum Beispiel auch sowas machen möchte wie, hey, wie wäre es, wenn ich mir permanente Astralpunkte, die ich ja zum Erschaffen von Artefakten ausgeben muss, wieder zurückkaufen will, indem ich sowas wie Zaubersteine quasi aufzehre. Hammer. Geht.
Nicht gut. Das ist so eine Sache, wo ich immer dran gedacht habe, so von wegen, wäre es nicht geil, wenn ich das jetzt einfach so wegschlürfen könnte und dann hätte ich meine permanenten Astralpunkte zurück? Ja, wäre es. Deswegen machen wir das. Ich glaube, So, die ich habe Frage noch wurde eine auch schon Info. gestellt, so ungefähr, wenn ich euch richtig verstanden habe. Also ich kann jetzt Artefakte schlürfen. Artefakte Karfunkel schlürfen. Finde Zum Beispiel. ich gut. Generell, einfach, es gibt verschiedene Materialien, die auch Astralpunkte natürlich anziehen oder speichern oder einfach enthalten. Zum Beispiel Kashra-Steine oder Sangurit, ein besonderer Kristall, der so eine Affinität zu Blut und so vampirischen Sachen hat. So ein Kram kann man natürlich sammeln und dann profitieren. So, ich habe noch ein Elo hier. Einfach auch ein Beispiel für die Ingame-Bilder, die Sulman einer Sori, das Zauberschiff, nach den Zauberschiffen der Elfen natürlich, ist zum Beispiel auch eines der legendären Artefakte in diesem Band, das so ein Meisterwerk aus unterschiedlichsten verschiedenen zusammengeführten Artefakten eigentlich ist und halt zeigt, was man für ein Gesamtmeisterwerk erschaffen kann. Ich meine, nur weil es im offiziellen Aventurien noch nicht die Möglichkeit gab, dann euer eigenes Zauberschiff zu bauen, heißt es nicht, dass ihr es nicht versuchen könnt. Ihr habt jetzt Regeln, um solche Sachen zumindest mal anzudenken. Geht generell. Okay, So. ich sehe schon, wie das nach hinten losgeht bei ganz vielen Gruppen, wo die Spielleiter, ja, also wir bauen jetzt hier so ein Schiff, nur dass du schon mal gehört hast. Sehr schön. So. Ich feier's. Aber jetzt erzähle ich euch noch mal ein bisschen was für Regeln wir konkret haben. Ich kann natürlich unendlich viel zu jeder einzelnen Regel sagen, dafür haben wir nicht die Zeit, aber ich kann euch zumindest so den Grundaufbau des Regelkapitels mal ein bisschen darlegen und was so die Highlights sind, meiner Meinung nach. Also wir beginnen ganz einfach mit der Prämisse, hey, wir haben Grundregeln zur Herstellung, die kennt ihr auch generell, wenn ihr das Kompendium habt. Da geht es darum, wie stelle ich einen Gegenstand her und wenn ich einfach Handwerkstalente verwenden will und Materialien habe. Das ist in einer kondensierten Form hier nochmal mit drin, einfach damit ihr das Gesamtpaket habt und quasi aus dem Nichts Sachen erschaffen könnt, wenn ihr quasi nur einen Baum gefällt oder irgendwie Erz abgebaut habt und dann wollt ihr daraus von Grund auf euer eigenes Ding bauen. Das geht, ihr braucht dafür nur dieses Buch. Da ist alles drin und meine Grundvorstellung ist, hey, das häufigste Szenario für Helden, die Sachen herstellen wollen, ist, wenn ich jetzt irgendwie ein Artefakt herstellen will, dann habe ich in der Regel eigentlich schon einen Gegenstand. Eigentlich will ich nur irgendwie das Amulett, das ich schon habe und das cool aussieht oder irgendwie halt, keine Ahnung, mein Lieblingsrüstungsteil oder so, das ich ja sowieso als, keine Ahnung, mein Signature-Ding irgendwie mit mir führe. Das will ich ja ideal einfach immer nur besser machen. Vielleicht will ich es auch mal ersetzen und ein neues Ding irgendwie schmieden oder so. Aber die häufigste Sache, die wahrscheinlich in der Gruppe vorkommt, ist, hey, ich habe irgendwie hier mein herzallerliebstes Bastardschwert und wir haben einen Artefaktmagier in der Gruppe. Wäre es nicht geil, wenn es ein Zauberschwert wäre? Und wenn es nicht einfach nur magisch sein soll, sondern halt wirklich irgendwas Besonderes können soll, dann ist der erste Schritt natürlich erstmal zu sagen, hey, wir wollen da einen Zauber dran binden. Und das ist das, worum es dann erstmal hauptsächlich geht. Da auch ganz einfach gesagt, es gibt zwei verschiedene Rituale, die uns zu machen. Der Applikatus macht quasi ein Kurzzeitartefakt und bindet einen Zauber quasi nur für eine begrenzte Zeit dran, sodass man es dann halt ein bisschen zeitverzögert benutzen kann. Oder der Akanovi, der macht das dann potenziell für immer. Also nicht für immer. Es kann ein selbstladendes, aufladendes Artefakt sein, das sich nach einer gewissen Zeit immer wieder selbst in der astralen Luft Aventuriens quasi auflädt. Wenn es für immer wirken soll, muss man den Infinitum wirken. Der Infinitum immer da ist so ein altes Echsenritual, mit dem man quasi einen Zauber einfach unendlich lang wirken lassen kann. Auch der ist im Buch mit drin, falls ihr sowas machen wollt. Übrigens natürlich auch mit allen Zaubererweiterungen, alles, so wie ihr sie auch aus dem Grimorum kennt, denn in diesem Fall dieses Buches ist es tatsächlich relevant. Die fünf Zaubererweiterungen, die es gibt, die wollt ihr auch haben, wenn ihr echte Artefaktmeister werden wollt. Insofern war der Platz es wirklich wert, die hier nochmal reinzubringen, damit ihr sie perfekt in den Regeln eingegliedert habt, so wie ihr sie braucht und auch nichts anderes nachschlagen müsst. So, aber
Wenn ihr jetzt zum Beispiel an dem Punkt seid, hey, ich weiß schon, was man einfach können soll, ich habe einen Gegenstand hergestellt, aber was geht denn da jetzt noch? Weil es ist ja eigentlich ein bisschen langweilig zu sagen, hey, ich kann den Zauber ja vielleicht, wenn ich jetzt selber, der Artefaktschmied ist vielleicht ein Magier, weil Magier haben halt einfach Zugriff auf die allermeisten Zauberformeln, das ist oft naheliegend. Und ich will eigentlich gar nicht diesen physischen Prozess mit irgendwie Herstellung über Herstellungstalente machen, von wegen ich schmiede erstmal was. Das ist was, mit dem befasse ich mich gar nicht. Ich will ja eigentlich das eigentliche Artefakt schmieden, in Anführungszeichen, was auch für die Aventurier halt der eigentliche große Kunstteil des Ganzen ist, ist natürlich den Zauber irgendwie da reinzukriegen und das auf eine Art zu modifizieren, die möglichst effizient ist. Denn es ist teuer, Artefakte herzustellen, auch an Astralenergie, und es kostet natürlich auch Zeit. Und das zu optimieren und zu reduzieren, ist natürlich so das erste Hauptanliegen der Leute. Aber sie wollen natürlich auch kreativer werden, weil einfach nur einen Zauber abzuspulen, den ich eh schon kann, ist cool. Das kann total mächtig sein, je nachdem auch, was es ist. Aber wir wollen natürlich mehr. Deswegen können wir auch mehr machen. Zum einen sind natürlich die Materialien, die man verwenden kann, um einen Gegenstand herzustellen, schon mal relevant. Also ohne, also es klang jetzt so, als hätte ich die armen Handwerker unter den Teppich gekehrt. Die sind natürlich auch total wichtig, denn wenn man magisches Metall hat, nicht jeder kann das verarbeiten. Aber so ein Arcanium-Amulett hat noch mal ganz eigene Eigenschaften. Da gibt es natürlich auch eine ausführliche Tabelle mit allen möglichen Materialien, die auch nicht nur aus Metall, auch für Stein, auch magisches Holz ist dabei. Auch so ein bisschen exotischere Sachen wie, wenn ich aus Knochen was herstellen will zum Beispiel. Da sind für unterschiedlichste Dinge eben Eigenschaften gelistet. In welcher Art und Weise das den Effekt des Artefaktes quasi modifiziert, wenn ich das verwende, lädt es sich vielleicht schneller auf, hat es einen lustigen Zusatzeffekt, hat es gewisse Affinitäten zu irgendwelchen Orten oder was auch immer. Also da gibt es ein breites Spektrum an allen möglichen Auswirkungen. Aber abgesehen vom Material und der Herstellung, den Zauber kann ich auch modifizieren auf eine gewisse Art. Da haben wir was Neues, Altes eingeführt, nämlich die Artefaktthese zum Beispiel. Artefaktthesen sind quasi Baupläne, die Aventurier herstellen. Das kann zum Beispiel sowas sein wie, ich schreibe ein Buch darüber, wie mein Artefakt funktioniert, oder ich male eine Blaupause. Und die Standard-Artefaktthese ist quasi eine Blaupause für ein ganz konkretes Artefakt, das jemand schon mal hergestellt hat. Und wenn ich diese Blaupause habe, dann kann ich das Artefakt danach einfacher wiederherstellen. Sowas zu kaufen zum Beispiel und davon zu profitieren, kann für manche Heldengruppen total Sinn machen. Es ist für den Fluff total wichtig, dass sowas existiert, weil es natürlich auch illustriert, wie sich dieses Wissen in Aventurien verbreitet und so weiter. Aber es ist vor allem natürlich auch ein Abenteueraufhänger, denn sowas kann man finden und dann alle möglichen verschiedenen Abenteuer können sich daraus ergeben. Aber es gibt auch speziellere Artefaktthesen, die quasi sowas sind wie eine Doktorarbeit über das Thema sowieso in der Artefaktkunst. Und da haben wir dann zum Beispiel solche Sachen wie, hey, es gibt die Artefaktthese der Effizienz. Da hat sich jemand hingesetzt und eine Schrift darüber entwickelt, wie man besonders effizient Artefakte herstellt. Und effektiv kann man dann, wenn man die quasi erwirbt oder schreibt und erlernt, kann man universell wiederverwenden, auch für die Artefakte, die man hat. Also das ist eine super Belohnung für Helden nach einem Abenteuer zum Beispiel, auch sowas zu finden. Denn damit kann man quasi permanent, wenn man Artefakte mit einem Zauber herstellt, sie immer billiger machen, als es sonst möglich wäre. Also man kriegt quasi eine Ladung immer gratis, wenn man so eine Artefaktthese hat, was sehr schnell sehr viel Astralpunkte sparen kann. Kostet natürlich Abenteuerpunkte, sowas zu erlernen, weil es muss ein Balancing geben, aber das kann sich sehr schnell rentieren. Vor Ja, allem, das kann ich mir wenn gut man vorstellen. extrem mächtige Artefakte herstellt, wird es halt auch sehr schnell sehr teuer, einfach weil es regeltechnisch so sein muss. Aber wie gesagt, hier gibt es halt so eine Stellschraube, das zu verbessern. Aber es gibt auch wildere Sachen. Zum Beispiel eben die Artefaktthese der Intelligenz, die hatte ich schon mal erwähnt. Damit kann man Artefakte herstellen, die quasi mitdenken. Und wenn man mehrere Zauber auf ein Artefakt bindet, kann man so dazu sie bringen,
intelligent zusammenzuarbeiten. Und da kann natürlich dann auch per Meisterentscheid sehr viel wilder Kram rauskommen, der sehr, sehr mächtig sein kann. Was cool ist, auch fürs Gestalten von Abenteuern. Denn je nachdem, wie ernst man die Regeln halt auch nimmt fürs Spiel oder wie genau man bestimmte Sachen in der Welt erklärt haben will, kann es einen natürlich frustrieren, wenn Sachen auftauchen, die einfach unerklärlich sind. Oft fehlt halt eigentlich nur dieses Intelligente, was halt diesen magischen Funken eben ins Artefakt reinbringt, weil irgendwie ist Artefakte herstellen ja ein bisschen wie eine Maschine herstellen, weil man einfach nur was speichert und abspielt. Aber der wirklich magische Funke, der auch irgendwie halt dieses Fantastische mit reinbringt, ist ja, wenn es irgendwie mehr macht, als man reingibt, nämlich irgendwie intelligent wird. Und das kann man durch diese Artefaktthese eben abbilden. Und allein damit kann man schon unendlich vielen Aventurien erklären, ohne sich irgendwie total hinten überbeugen zu müssen, um eine sinnvolle, logisch konsistente Begründung zu finden. Und natürlich profitieren auch Spieler davon, sowas einfach mal lernen zu können und dafür konkrete Werte zu haben, wie das dann funktioniert. Mhm. Auch cool, noch ein Beispiel zu nennen, ist die Artefaktthese des Mechanopathikus. Mechanopathische Artefakte sind etwas, das ist auch schon in dem Band zu Golems und Automaten und Homunculi gab, den ich betreut hatte, das aventurische Animatorium. Denn da gibt es mechanopathische Automaten. Das ist genau das, was ich im Prinzip beschrieben habe. Das sind Automaten, also Maschinen im Prinzip, die irgendwie durch magische Mittel sich selbst aktivieren können, weil sie so eine Art, ja, quasi Magievampire sind, die, wenn sie berührt werden, Zauberern Energie abzaugen können, um sich selbst auszulösen und quasi einen bezaubernden oder vielleicht auch kämpferisch nützlichen Effekt auszulösen. Und mit der Artefaktthese des Mechanopathikus kann man quasi auch normale, sonst Artefakte herstellen, die keine Automaten sind, sondern alles Mögliche sein können, die, wenn sie zum Beispiel berührt werden und eine gewisse Probe halt schaffen gegen denjenigen, der sie berührt, den anzapfen können, um sich selbst zu aktivieren. Auch das ist natürlich zum Beispiel für Spielleiterinnen, die Fallen einbauen wollen. Ein total ergiebiger Mechanismus, um einfach festgelegt zu haben, hey, meine Helden latschen hier in den Dungeon rein und Dinge aktivieren sich, alleine durch ihre Gegenwart. Sie verlieren Astralpunkte und es kommt auch noch was auf sie zu. Das kann total, das kann voll harmlos sein und vielleicht nur sowas auslösen, wie eine Botschaft übermittelt werden soll, aber natürlich auch abgefuckten Beschwörungskreis oder was auch immer. Also Frage, wenn ich mir jetzt so ein Artefakt baue mit diesem Mechanopathikus aus dem Sanguid, heißt der, glaube ich, kann ich dann auch Lebenspunkte absaugen? Ach, das ist eine schöne Frage, Philipp. Ich glaube, dafür, also für diese ganzen Synergien kann es natürlich keinen Katalog mit fest definierten Regeln geben. Das ist eine typische Frage für den Meisterentscheid. Mhm. Aber ich finde die Frage schon so gut, ich könnte es dir nicht verbieten, weil wie cool ist das? Ja, also ich habe ein bisschen Inspiration bekommen von Wins, möchte ich hier fairerweise sagen. Er hat mich gefragt, können die auch Lebenspunkte absaugen? Und habe ich gedacht, warte mal, wir hatten doch diesen Vampirstein, nenne ich es jetzt mal. Ja? Und das wäre doch eigentlich eine coole Sache, sondern Amulett. Naja, gut, aber ich hab. Genau. Also Artefaktthesen sind quasi hier für die Leute, die in ihren Studien zu geistiger Erleuchtung finden und dann sich denken, das schreibe ich auf, da können noch viele von profitieren. Man kann natürlich davon ausgehen, dass sowas extrem gehütet ist, sehr seltenes Wissen ist, ist entsprechend auch teuer, kostet eine gewisse Abenteuerpunkte und so weiter, aber hey, in eurem Aventurien, warum sollt ihr euch das nicht verdienen? Es kann genau das richtige Abenteuer geben, um sowas zu finden und eurer Gruppe dann nachhaltig irgendwie zu helfen. Deswegen sollt ihr das haben. Mhm. So. Noch ein Highlight, noch zwei Highlights, die ich präsentieren möchte, dann gehen wir zur Alchemie, würde ich sagen. Zum einen haben wir die Veredelung von Artefakten. Das ist auch was, was ihr schon von Golems kennen könnt. Da geht es darum, hey, was, wenn ich jetzt als Handwerker spezielle Materialien finde? Und ich möchte quasi auf dem physischen Wege mein Artefakt nochmal aufrüsten, auch vielleicht schon nachdem es fertig ist. Ich habe halt zum Beispiel irgendwie, bin zu Sternenmetall gekommen oder irgendwie sowas und möchte mein Artefakt jetzt nochmal cooler machen, dann geht das. Dann kann man quasi dann so eine Art Verzierung anbringen, also eine Veredelung, das ist der regeltechnische Begriff, und dann damit nochmal quasi den
Eigenschaften einen Kick geben von allem, was auf diesem Artefakt wirkt. Das kann auch alles sein, was ihr euch vorstellen könnt. Also wie gesagt, die Materialtabelle ist sehr umfassend und gibt euch sehr viele konkrete Ideen, was ihr machen könnt. Aber natürlich seid ihr auch frei, das zu modifizieren oder eigene Materialien, die da noch nicht gelistet sind, obwohl es schon eine sehr lange Liste ist, zu ergänzen und entsprechend auszuformulieren. Also wir haben quasi hier einmal den geistigen und den physischen Weg, um Artefakte nochmal zum Kick zu geben. Und wenn es dann richtig mystisch sein soll und auch nochmal so ein bisschen in andere Traditionen reingehen soll, haben wir auch die Zauberzeichen natürlich wieder hier drin. Da haben wir uns darauf konzentriert, Zauberzeichen auch neu zu erfinden, aber auch wiederzubringen, die speziell für Artefakte und Alchemie besonders cool sind. Da kriegt ihr auch ein bisschen Hintergrund dazu, was nochmal die Geschichte der Zauberzeichen so ist, damit ihr einfach eine grobe Vorstellung habt, worum es da geht. Also im Prinzip ist das genau das, wonach es klingt. Es gibt Zauberer, die können bestimmte magische Zeichen auf Sachen draufmalen und sie damit mit so einer Art Zauber belegen, der speziell halt für dieses Zeichen ist, solange das Zeichen intakt ist. Wenn es zerstört wird, hört diese Wirkung auf. Und da kann man ganz wilde Sachen auch mit anfangen. Zum Beispiel haben wir sowas wie das elastische Zeichen, wo das Objekt seine Festigkeit verliert und so gummielastisch wird. Das kann total hilfreich sein, um Sachen davon abzuhalten, kaputt zu gehen oder zu transportieren oder was auch immer euch damit einfällt. Aber es gibt auch natürlich mächtigere Sachen wie die Glyphe der elementaren Attraktion. Die wirkt so ähnlich wie ein Manifesto, kann also zum Beispiel Feuer anziehen, um euch leicht in jeder Wetterlage irgendwie euren Alchemiekessel zu beheizen oder vielleicht sogar eure Esse irgendwie den Funken zu geben, die sie braucht, damit ihr schmieden könnt, irgendwo mitten im Wald, weil manche Leute machen das so. Als Held hat man keine Wahl. Aber ich kann euch hier noch mehrere Beispiele geben, aber ich glaube, das findet ihr am besten alles selber raus. Da geht es vor allem eben um nützliche Sachen, um eure Ressourcen zu beschützen, um ein paar lustige Kniffe mit reinzubringen in diesen ganzen Handwerksaspekt der Sache. Da sind auch so ein paar Metasachen dabei, sodass ihr mit Auslösern ein bisschen rumspielen könnt und solche Sachen. Also, oder sowas wie die Kraftquellenspeisung kennt ihr vielleicht auch schon. Da könnt ihr Zauberzeichen dann sogar machen, die sich selbst immer wieder aufladen, sodass ihr zum Beispiel, wenn ihr irgendwo euer Labor versteckt oder sowas, oder ihr habt vielleicht eine Basis als Helden, wo ihr Sachen beschützen wollt oder irgendwie eine Zwischenstation auf einem Abenteuer. Wenn natürlich ist es nicht unbedingt einfach, immer Handwerker zu sein in einem Abenteuer, weil man braucht Zeit, um Sachen herzustellen. Man muss seine Sachen schützen, die auch teilweise sehr wertvoll sind. Und um euch da möglichst viel Spielraum zu geben für Dinge, die das kompensieren können, die euch das einfacher machen können, die euch theoretisch zur Verfügung stehen, haben wir uns auch an verschiedensten Stellen des Buches dann einige Sachen überlegt. Genau. Vielleicht eine Frage dazu, helfen bei der Artefakterstellung, das passt, glaube ich, ganz gut. Wenn ich zum Beispiel die Hilfe von Djinn oder Geistern suche, gibt es dazu auch was in dem Buch, dass die mir dabei helfen? Dämonen können das ja schon so ein bisschen. Gibt es da vielleicht auch einen Djinn oder einen Geist, den ich da fragen kann, oder eine Fee? Ich würde sagen, das ist was generell immer möglich ist. Das ist ein spezielles Thema in diesem Buch, einfach weil es gibt halt diesen Artefakt-Dämon, der halt auch von dem Erzdämon der pervertierten Elemente ist und so weiter, der spezifisch dafür quasi auch von den Niederhöllen ausgespuckt wurde, auch Artefakte für die Bösen natürlich zu machen. Deswegen ist der hier drin und war auch wichtig. Und der hat auch so thematisch halt Überschneidung mit Artefaktseelen. Also ist ja quasi einfach nur, wie wenn eine Artefaktseele echt krass böse wäre. Deswegen hat es hier ein eigenes Kapitel quasi bekommen. Aber klar, Djinne und so weiter und Feen spielen auch hier und da in der Historie mal wieder eine Rolle, weil die natürlich auch große Geheimnisse der Magie generell oft an Sterbliche weitergeben. Aber ich glaube, wenn ihr da Ideen sucht, guckt ihr euch am besten speziell da eher diese Arten von Kreaturen an und findet dann Verknüpfungen zu den Inhalten in diesem Buch. Aber ich glaube, da findet ihr ganz schnell Ideen. Also okay, ja. Ich hatte ganz frech gerade noch ein bisschen weiter, wenn das für dich okay ist. Na klar, ich schalte auch mal noch eine, also hier wollte ich auch noch zeigen, das Frevelergewand. Ja, finde ich sehr cool.
Auch da haben wir uns gedacht, in-game Illus ist besser, weil niemand hat jemals eine Person gesehen, die das komplett anhatte. Also zur Erklärung für Leute, die es nicht kennen, das Frivola-Gewand quasi ein. Also jeder Erzdämon hat der Legende nach ein Kleidungsstück quasi, das seine Macht in Essenz irgendwie in Aventurien für seine Diener verkörpert. Die Dämonenkrone gehörte auch dazu. Die hat Borberat getragen, bekanntermaßen. Die wurde zerstört und ist in verschiedene Splitter aufgeteilt worden. Aber auch generell die Erzdämonen, jeder hat so ein Stück. Und niemand weiß, was passieren würde, wenn man die jetzt wirklich alle zusammenbringt. Möglicherweise sieht man ein wenig albern aus. Aber vielleicht ist es auch cool. aber Ideen dazu, was jedes einzelne Teil kann, und wo man die eventuell auch finden kann, sind auch in diesem Band enthalten. Einfach weil solche ikonischen Stücke wie die Dämonenkrone, die ist auch nochmal gesondert beschrieben, aber auch diverse zwergische Artefakte zum Beispiel, die sehr historisch bedeutsam sind und auch wieder werden könnten, Hint, werden sind auch Thema. Genau, und ich zeige euch auch noch, hier auf dieser Folie könnt ihr gut verweilen und noch ein paar Fragen sammeln, bevor es dann zum. Ja, perfekt. Und zwar, pass auf. Wir hatten im Prinzip einiges schon so ein bisschen thematisiert. Aber ich frage mal, was Turbonas gefragt hat, nämlich, wird es denn explizite Regeln zur Herstellung mit Hilfe von den Elementarformzaubern der Elfen geben oder ist das eher historischer Fluff? Oder nur ein bisschen historischen Fluff? Also diese Magie der Hochelfen ist was, was in Aventurien eigentlich so keiner mehr beherrscht. Dafür gibt es keine Regeln. Das ist was, das kann man vielleicht in Ansätzen hier und da rekonstruieren. Das ist auch sicher was, wofür sich zum Beispiel der elfische NSC interessiert, den ich vorhin gezeigt habe, der Valandriel. Das ist auch in seinem Text ein bisschen angedeutet, was er da zum Beispiel sucht und herausfinden möchte über die Hochelfen. Aber das ist eine Kunst, die Regel technisch zu beschreiben, wäre ein bisschen sinnlos, einfach weil man kann es nicht lernen. Thomas sagt, die aktuellen Formzauber, also Erzformritual zum Beispiel. Die sind ja, also die kann man generell kombinieren, auch mit dem Arcanovil natürlich, wenn man zum Beispiel die Sonderfertigkeit hat, um Rituale zu binden an Artefakte. Insofern, das könnte man natürlich machen, keine Frage. Aber der Arcanovi ist ja quasi, und der Applicatus, das sind die beiden Artefaktrituale, beziehungsweise Zauber. Und alles, was man dann daran andockt, ist quasi, das ist die Grenze nur eurer Kreativität. Jetzt verstehe ich die Frage. Okay, also Turbonas meint, vielleicht habe ich es ein bisschen ungünstig gestellt, sorry dafür. Kann man denn sozusagen, oder gibt es Regeln zur Herstellung von Artefakten mit Hilfe dieser Elementarform Zauber? Also kann ich den Erzformritual nutzen, um damit ein Artefakt zu schaffen? Wenn ich damit ein Schwert herstellen möchte zum Beispiel, also dafür haben wir keine Regeln gemacht, nein. Ja. Also ich glaube, das ist was, das könnt ihr am besten mit Meisterentscheid regeln, wie das dann aussehen könnte. Also ich habe jetzt an Zauberweber gedacht, ne, und Co., dass die sozusagen sich da etwas zusammen zaubern, weben. Ja. Okay. Also, dass sie sich quasi ein Objekt so wachsen lassen, dass sie dann verzaubern, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber das hat keinen speziellen Fokus in diesem Band. Okay, okay. Die Djinn-Frage habe ich schon gestellt. Im Prinzip, nur, dass ihr nicht denkt, ich habe es ignoriert. Wie sieht es mit Erschaffungsregeln für sehr mächtige Artefakte, wie zum Beispiel schwarze Augen aus? Das hattest du ja schon ein bisschen schon thematisiert mit dem Thema, manche Artefakte haben sozusagen keine, weil sie so legendär sind. Kann man das so sagen? Ja, genau. Also schwarze Augen sind auch etwas, was kann im Prinzip drei Figuren in Aventurien aktuell herstellen. Und die besitzen Magie, die freizauberisch schon ist. Also die sind nicht mehr gebunden an Formeln. Beziehungsweise es gibt einen Artefaktmagier, der könnte möglicherweise ein schwarzes Auge herstellen, aber dem geht es gar nicht so gut aktuell. Der war auch ein Rohheitserben zum Beispiel. Da wurde auch ein bisschen thematisiert. Das ist der Porcupino.
Aber so ist das Moratorium-Kapitel auf jeden Fall Thema. Und die schwarzen Augen und weiß und rote Augen haben natürlich auch einen eigenen Abschnitt bekommen, wo das auch nochmal ein bisschen erklärt wird, wo da der Stand ist. Aber nee, sowas können Spieler nicht herstellen. Okay, Vero fragt nochmal, wird der Akanovi per Sonderfertigkeit weiteren Zaubertraditionen zugänglich gemacht? Aktuell haben Fjaninger Zauberschmiede als Animisten keinen Zugriff da auf diese Rituale. Es gibt eine Sonderfertigkeit, mit der man Zugriff kriegen kann, auch wenn man den sonst nicht haben könnte. Es gibt weiße und rote Augen, fragt Es gibt weiße Brausepower. und rote Augen, ja. Okay, und dann, das fand ich noch ganz spannend, wir hatten vorhin, oder beziehungsweise du hattest vorhin ganz kurz den Infinitum angesprochen von den Ex-Menschen, beziehungsweise den Achatz. Wird es da Ideen geben oder, sag ich mal, Hinweise, wie man den Infinitum bekommt oder wo man den herbekommen könnte? Oder gibt es NSCs, die den beherrschen? Ich bin nicht sicher, ob irgendwo ganz konkret steht, an folgenden Orten kannst du diesen Zauber lernen. Ich glaube das nicht. Aber den Infinitum wird natürlich ist was immer noch vor allem bei Echsen natürlich bekannt ist. Insofern eine Reise in die Echsensümpfe zu den dortigen Kristallomanten ist natürlich sehr zu empfehlen. Und die Echsen in der Schmiede von Chalk, die können den auf jeden Fall. Also das wäre ein Hinweis. Das heißt, mindestens dieser NSC, der kann da weiterhelfen in diesem Band. Okay. Dann würde ich mal noch eine Frage aufnehmen, bevor du weitermachen kannst. Und zwar, Mythias, die Frage kam vorhin auch, glaube ich, in der Form schon mal. Was ist denn mit karmalen Artefakten? Punkt. Kamale Artefakte sind etwas, was tatsächlich in der finalen Version von Codex des Götterwirkens angesprochen wird. Da haben wir, glaube ich, eine Doppelseite oder so ergänzt, so um den Dreh, wo nochmal erklärt wird, wie sowas möglich ist herzustellen. Das heißt, also dieser Band beschäftigt sich wirklich generell mit Artefakten. Es gibt auch einen Abschnitt, der sowas sagt wie, hey, was sind denn profane Artefakte? Wo ist denn die Grenze? Also was versteht denn der Aventurier unter dem Begriff Artefakt? Wo fängt es für den an? Was ist mit karmalen Artefakten und so weiter? Die sind in dem Sinne auch geklärt, so ein bisschen hintergrundtechnisch, welchen Stellenwert die vielleicht zum Magischen haben und so weiter. Aber karmale Artefakte sind nicht ein Fokus dieses Bandes. Wenn du Herstellungsregeln dazu möchtest, ist das der Kodex des Götterwirkens die Stelle. Aber es ist tatsächlich, so also diese Doppelseite ist etwas, was ich mir markiert habe als mögliche Ergänzung, falls aus irgendwelchen Gründen im Layout eine Doppelseite Platz wäre am Ende noch, die man halt noch gut einfügen könnte, damit es einfach auch thematisch abgehakt ist. Aber dazu würde es dann halt nicht diesen ganzen Bonusregel-Content geben. Auch einfach, weil es in Aventurien, das ist kein Ding. Also da gibt es keine Forschung, so wie das bei der Zauberei ist, wo versucht wird, so mit aller Macht so die Grenzen auch der Magie irgendwie zu sprengen. Und dieser Ehrgeiz, der dahinter steckt, der ist bei karmalen Artefakten einfach, auch historischen Aventurien, ist nicht so ein Ding. Also an dem Punkt, wo sowas dann schon treibende Kraft hinter dem Wunsch ist, sowas zu erstellen, wird es dann oft schon auch dämonisch. Und wenn es großartige legendäre Artefakte, also karmale Artefakte gibt, sind die halt oft auch selbst von Göttern geschenkt worden und hergestellt worden. Und das ist dann auch nichts, was Regeln brauchen würde. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch kleinere karmale Artefakte und die funktionieren halt im Prinzip ganz simpel, so ähnlich wie der Akanovi, sodass man halt quasi Liturgien binden kann. Und wie das funktioniert, ist sehr, sehr ähnlich zum Akanovi. Das ist im Kodex des Götterwirkens drin. Okay. Gut. Ich habe natürlich noch mehr Fragen, aber ich lasse dich erstmal weitermachen. Genau, Wir haben ja nämlich noch Alchemie, habe ich gehört. also das Schöne ist, viele grundsätzliche Sachen, wie der Band funktioniert, habe ich euch ja jetzt schon erklärt. Das heißt, die muss ich nicht nochmal wiederholen. Dieselben Prämissen gelten auch für die Alchemie in diesem Band. Auch hier war uns die auch wichtig, Vielfalt zu zeigen über verschiedene Kulturen und Völker hinweg. Unter Alchemisten gibt es sehr, sehr viele Menschen, aber eben nicht nur. Es gibt zum Beispiel auch Goblin-Zauberinnen, die Alchemistinnen sind. Hier auch zum Beispiel gezeigt. Die Alchemie ist nochmal zu unterscheiden von den Artefakten.
In dem Sinne, dass hier weniger die Optimierung irgendwie von, ich sag mal, von so magiemechanischen Fantasien irgendwie im Vordergrund steht, so von wegen, wie kann ich noch effizienter diesen Zauber immer wieder reproduzieren? Wie kann ich irgendwie quasi, das nähert es ja immer wieder an den Golem an, so von wegen, wie kann ich einen künstlichen Diener herstellen, der nicht die Nachteile eines magischen Wesens oder eines Lebewesens hat, das mir quasi Widerworte geben kann? Also im Prinzip, der Artefaktmagier will ja eine Maschine erschaffen, die halt eben funktioniert und effizient funktioniert und immer funktioniert, egal in welchen Umständen. Die Alchemie hat da, also Alchemisten haben andere Träume. Da geht es dann mehr um so philosophische Fragen wie, was ist die Grenze des Lebens oder wie kann ich aus minderwertigeren Sachen hochwertigere Dinge herstellen? Also in dem Sinne geht es schon um Optimierung, aber da geht es mehr darum, mit den Bausteinen des Lebens herumzuspielen. Und da kommt man dann sehr schnell halt so in dieses Spektrum von verrückten Wissenschaftler zu irgendwie, ja, ich sag mal dem, also auf der einen Seite haben wir so den Ethik egal, verrückte Wissenschaft, wir wollen die Innovation. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch sowas wie natürlich geweihte Alchemisten, denen es um sowas wie Heilung geht oder um, ja, um die Ausgewogenheit und die Balance irgendwie von natürlichen Sachen herzustellen und Sachen in diesem Sinne zu kombinieren und vielleicht auch die Vielfalt der Schöpfung irgendwie zu zelebrieren, indem sie sagen, hey, ich nehme die Grundbausteine des Lebens und erschaffe neue Sachen daraus. Und aber dazu kommen wir auch später nochmal, wenn wir in die Details gehen. Ich gehe erstmal ein bisschen hier durch die Geschichte der Alchemie. Die Ursprünge der Alchemie und die Alchemie im Laufe der Zeit und so weiter sind auch hier in diesem Kapitel natürlich wieder unmittelbar relevant. Da gibt es auch eine Menge von Ingame-Bildern. Zum Beispiel ist einer der Urakte der Alchemie, der so historisch bekannt ist, damals gewesen, als Pyrdakor, der Gottdrache Padona, die dann irgendwann dem Namenlosen leider verfallen ist, wie wir alle wissen, aus dem Kessel der Urkräfte geschöpft hat. Die Kessel der Urkräfte sind auch magische Artefakte, da schließt sich mal wieder der Kreis. Aus denen man quasi alles Mögliche schöpfen kann, zum Beispiel Leben. Dieser Kessel war ein Kessel, den Pyrdakor, der quasi zum Despoten und Herrscher der Achats dann irgendwann wurde in ihren Hochzeiten, hat sich gedacht, hey, ich schaffe mal ein bisschen Leben und hat dann da Padona rausgeholt und die ist uns bis heute erhalten und dient nun eben den Namenlosen in finsteren Plots zur Eroberung der Welt und so weiter. Drachen generell spielen schon eine größere Rolle in der Alchemie. Ist ja auch in der irdischen Alchemie so gewesen, dass auf vielen von diesen alten mittelalterlichen Kupferstichen und sowas sieht man halt gerne so einen kleinen Basilisken oder verschiedene komische Schlangen und sowas und irgendwelche Drachen natürlich, weil auch der Salamander, weil das Feuer und so weiter, die transformierende Kraft, um solche Sachen geht es ja in der Alchemie. Wir haben auch eine Illustration von Vitrador zum Beispiel, das ist der Drachen der Alchemie. Hier sehen wir, wie er quasi in seiner einen Hand einen einfachen Stein hält und aus der anderen sprüht ihm Gold in einen Kelch, in einem unendlichen Kreis. Also der hat auch übrigens Kulte und sowas, die ihm in den Echsensümpfen dienen, Hint. Könnte interessant werden. Aber wir haben natürlich auch wieder konkrete Figuren, die verschiedene Schulen der Alchemie repräsentieren. Nicht nur die, aber ich habe mal diese ausgesucht. Wir haben zum Beispiel Horun, den Giftfürst. Der ist genau das, was man sich unter einem Giftfürsten vorstellt, nämlich ein finsterer Giftmischer, der in Mengbilla, in der Gilde der Alchemisten arbeitet. Der stellt Zeug her, um es zu verkaufen. Der will Profit. Der hat auch ein Problem mit seinem Auge, wo er versucht, eine Heilung für zu finden. Ganz viel Konkurrenz natürlich mit anderen Gilden und auch dem Bund des Roten Salamanders und so weiter, was der größte alchemistische Bund Aventuriens ist. Aber es gibt nicht nur solche finsteren Leute wie ihn, es gibt auch neue Figuren, zum Beispiel Amalgama Fluidosa, ein Name. Irre. Einfach, manchmal geben mir Autoren so Sachen ab, wo ich einfach nur da sitze und mir denke, es ist so geil und so albern und ich liebe es. Mein Gott, vielen Dank für diesen Job.
Auf jeden Fall, Amalgama ist eine Flüssigartefaktexpertin, was eine sehr nischige, aber hochspezialisierte und erfolgsversprechende Forschungsnische ist. Da geht es nämlich darum, auch quasi den Hybriden zwischen Artefakt und Alchemikum zu finden, nämlich was wäre, wenn ich quasi, also sie experimentiert nicht mit Quecksilber, weil das irgendwie auch in der, natürlich in der philosophischen, mythologischen Bedeutung für Aventuria irgendwie diesen Zustand zwischen flüssig und fest verkörpert und dem Übergang von verschiedenen Bewusstseinszuständen und so weiter und natürlich dann halt in physischer Form. Und flüssige Artefakte sind sowas, die Idee gab es schon, auch in früheren Editionen, aber man kann sich natürlich fragen, was zur Hölle kann ich denn damit bitte anfangen? Warum sollte ich das lernen? Und entsprechend haben wir den Abschnitt dazu dann später im Buch auch genauso verfasst, wie eine Verteidigungsrede quasi aussehen würde, von einer gewissen Amalgama zum Beispiel, wo ganz viele verschiedene lustige Ideen und Vorteile von Alchemiker beschrieben werden, die aber eigentlich Artefakte sind und Zauber bitten können. Und das ist ihr Forschungsthema. So, wir haben aber auch einen Repräsentanten der göttertreuen Alchemie, die im Prinzip sagt, hey, Alchemie ist im Prinzip einfach nur das vollendete Verständnis der Ordnung der Welt. Entsprechend, obwohl das erstmal komisch klingt, weil Alchemie klingt ja auch immer sehr magisch, da passieren auch magische Dinge, aber tatsächlich ist so der göttliche Patron der Alchemie Aventuriens Praios, der ja eigentlich Magie nicht so geil findet. Aber die Alchemie der Sonne ist ein Kuriosum, was ich finde, sehr viel Stoff bietet für Abenteuer und für Ideen. Deswegen haben wir ja den Greifentreu als NSC ins Buch gebracht. Der erforscht eben, was kann man aus der profanen Alchemie rausholen? Was ist, wenn man nicht zaubern kann und will? Und einfach nur vollendet Kenntnis von den elementaren Bausteinen der Welt hat, so wie Praios es in seiner Ordnung vorgesehen hat. Was kann man daraus dann erschaffen? Und es gibt dann auch tatsächlich einige Alchemiker in diesem Band neu, die sich genau das zunutze machen, nämlich die neue Möglichkeit auch, so wie Zauberer das können, kamale Kraft in Alchemiker fließen zu lassen, um sie zu verstärken. Und es gibt bestimmte Alchemiker, die kann man auch nur mit göttlicher Kraft herstellen. Die sind oft Praios gefällig, aber natürlich zum Beispiel Perrine ist auch eine Göttin, die als Göttin der Heilkunst natürlich da total begeistert ist. Und auch Zar als Göttin der Wandlung und solche Sachen ist natürlich, wenn es um Transformationen geht, am Start. Da haben wir auch viele Ideen für euch, wie das aussehen kann, was es im Spiel einbringt und so weiter. Und als Wirkstätten haben wir auch ein paar ausgewählt, wo dann es auch wieder darum geht, was für große Bünde gibt es in Aventurien, was verkaufen die, wie kann man sich denen anschließen, was für Konkurrenten kann man da finden, Möglichkeiten zur Ausbildung oder auch Auftraggeber für Abenteuer und sowas. Die Gilde der Alchemisten von Mengbilla ist halt so ein bisschen der zwielichtigere Ort, wo es ein bisschen mehr um Profit und Gifte und solche Sachen geht, also alles was Böses. Nicht unbedingt, aber Mengbilla ist eine dreckige Stadt, aber da kann man auch super Abenteuer erleben. Der Bund des Roten Salamanders, da sind auch Leute dabei, die vielleicht ein bisschen zu ambitioniert für eigenes Wohl sind, denn die sind nicht zuletzt diejenigen, die auch es geschafft haben, das erste Mal einen Homunculus zu synthetisieren, nach der überlieferten Legendenkunst der Hexen. Das sind quasi, da stellt man quasi ein Elixier her, dass man einer Alraunenknolle oder ein Lebewesen sogar eintrichtert und dann daraus eine Art Spiegelbild seiner selbst herstellt, nämlich einen Homunculus, der ihm als kleiner, schrumpeliger Diener im Labor dann helfen kann. Dazu gibt es auch einen Abschnitt, wo es dann an den Pfluffteil geht und die Relevanz, die diese Forschung hat und halt dieser Traum davon, irgendwie aus Dreck Gold herzustellen oder aus dem Kessel irgendwie Leben zu schöpfen, was halt irgendwie so die ultimativen Versprechen der Alchemie sind. Und was das bedeutet für Aventuria, wer daran forscht, welche Abenteuer sich ergeben können. Da ist dann alles möglich von hier typischem Viktor Frankenstein-Plot
bis zu Sachen, die halt an Harry Potter und solche Sachen erinnern, wo es darum geht, irgendwie im Bund aufzusteigen und immer mehr Wissen zu erlangen und so weiter und so weiter. Also unendliche Möglichkeiten. Wir haben auch einen neuen Bund erfunden, nämlich der Labor, den Zirkel der Sonne, Erde und der Zeit. Das ist was, was mir persönlich gefehlt hat, denn ich dachte mir, wir brauchen einen Bund von Druiden und Hexen und diesen ganzen Naturzauberern, die ja auch Experten der Alchemie sind, aber das alles nicht so akademisch angehen, sondern eben sich vor allem quasi in so einem kommunalen Beisammensein ihre Forschung vorantreiben. Also da geht es um zielorientierte Lösungen für konkrete Probleme, die vorliegen. Es geht darum, die Gemeinschaft zu schützen und auszustatten mit Sachen, die sie brauchen können. Weniger darum, irgendwelche Fortschritte abstrakter Art in der Forschung zu machen, sondern konkrete Probleme für die Gemeinschaft zu lösen. Und eines der größten Probleme, die man auch haben kann, wenn man eben als Alchemist rumfährt, ist natürlich, ich brauche ein Labor. Auch ich kann natürlich ein transportables Labor haben, aber es ist einfacher, Sachen herzustellen, wenn ich ein größeres, besseres, ausgestattetes Labor habe und eine große Menge von verschiedenen Zutaten. Wie wäre es denn, wenn dieser Zirkel sowas wie ein kleines Netzwerk aufgebaut hat, das sich immer weiter ausbreitet, wo sie quasi in der Natur von solchen Wächtern geschützt, von Elementaren zum Beispiel, sowas aufbauen, wo quasi so eine offene Küche ist, wo sich Mitglieder dieses Zirkels dann, wenn sie halt das richtige Losungswort oder was auch immer haben, halt rein und gehen und die Sachen benutzen können. Natürlich idealerweise bei einem offenen Kühlschrank oder so dann auch wieder was hinbringen, was der Gemeinschaft dient und dann halt so gemeinsam auf größere Ziele hinarbeiten können. Natürlich wieder mit Intrigen und allem drum und dran, weil da kann immer was schief gehen. Aber das ist was, was mir voll gefehlt hat für die Alchemie. Deswegen haben wir das gemacht. Finde ich sehr So. cool. Ja. Ich muss mich schon wieder ein bisschen beeilen. Aber ich wollte euch natürlich noch sagen, was die neuen Sachen sind, die regeltechnisch hier so abgehen. Denn wir haben natürlich auch wieder einige Elixiere und so weiter als Beispiele mit im Buch, damit ihr wisst, also direkt was benutzen könnt und euch inspirieren lassen könnt. Aber die Regeln sind natürlich, zum selber Sachen herstellen, sind natürlich total elementar wichtig. Auch hier gibt es eine kurze Zusammenfassung der Grundregeln nochmal, wie das ist, wenn ihr es quasi wie nach dem Regelwerk macht, nochmal in das Format dieses Buches übertragen und aufgearbeitet. Aber es gibt verschiedene Bereiche der Alchemie, wo man natürlich noch mehr machen kann, als einfach nur zu sagen, hey, ich habe ein Rezept quasi und ich bezahle einfach die Silbertaler, die die Zutaten kosten würden, ohne abzuhandeln, ob ich die wirklich im Inventar habe und sowas. Und dann würfle ich aus, wie gut es werden kann. Das reicht für viele Spieler gefühlt nicht. Für mich zum Beispiel auch nicht. Ich möchte da mehr Freiheit haben und auch rumzuexperimentieren und Rezepte zu modifizieren und sowas. Deswegen ist die alchemistische Substitution eine zentrale Sache, die wir in diesem Band vorstellen, neu. Und ein Braukasten. Da haben wir auch wieder einige Ingame-Bilder gemacht, die euch diesen Prozess auch so ein bisschen auf aventurischer Sicht auch wieder so eingliedern in so Legenden. Zum Beispiel hier sieht man, wie Achaz den Prozess der Herstellung eines Alchemikums mit der Häutung und dem Erwachsenwerden gleichsetzen quasi und des Raffinierens des Charakters und des Wachsens und so weiter, bis dann ein Kristall am Ende entsteht, irgendwie der Stein der Weisen oder sowas. Wir haben auch solche hilfreichen Illustrationen, die euch regeltechnische Elemente in einem ingamigen Stil nochmal vermitteln. Zum Beispiel gibt es elementare Sympathetiken, Affinitäten. Das heißt, es gibt bestimmte, also man kann jedes Material, jede Zutat für ein Rezept einem bestimmten, also Elementen zuordnen und einem Reinheitsgrad. Und wenn man sich die Mühe macht, das einfach mal für Sachen, die man gesammelt hat, zu überlegen, welchem Reinheitsgrad und welchem Element die zugehören, dafür gibt es eine umfassende Tabelle mit Beispielen, die euch das sagt. Was zum Beispiel ein unreines Beispiel für Humus wäre, haben wir zum Beispiel hier auf der Illu so ein gammeliges Stück Fleisch oder zum Beispiel ein hochreines Erzobjekt wäre dann ein besonders, also ein Diamant zum Beispiel. So.
Da gibt es natürlich ganz viele richtig konkrete Beispiele. Unterschiedlichste Art, auch von Sachen, die ihr auch schon aus verschiedenen Rezepten kennen könnt. Ganz viel Fantastisches natürlich, wo man sich das ein bisschen schlechter vielleicht auch persönlich herleiten kann. Aber vieles funktioniert ja sehr intuitiv. Und es ist auch explizit so gewünscht, dass ihr da so ein bisschen rumspielt und es nicht so ganz genau nehmt, weil das ist genau das macht die Alchemie aus. Ja, der Prozess ist total exakt, das ist wie Chemie. Aber wie dann wirklich irgendwie die einzelnen Dinge der Welt dann aufzulösen sind in verschiedene Elemente und Reinheitsstufen, da ist immer ein gewisser Interpretationsspielraum. Den haben wir schon so stark eingegrenzt, wie wir konnten, damit ihr einfach viele Beispiele habt und euch da auch ein bisschen so richtig reinfuchsen könnt, wenn ihr lustig seid und total Bock habt auf so einen Charakter. Aber das sind auch alles optionale Regeln, die man natürlich nicht verwenden muss. Was auch, da bin ich eigentlich noch gar nicht, aber egal, könnt ihr euch schon mal angucken. Was uns auch wichtig war, ist, dass es einen Braukasten gibt. Wortspiel. da geht es darum, hey, ich möchte ein eigenes Rezept entwickeln und ich möchte auswürfeln, was herauskommt, wenn ich Zutaten kombiniere. Denn ich habe ja irgendwie Sachen gesammelt in meinem Abenteuer, die irgendwie lustig aussahen und ich wurde dafür belohnt von meiner Spielleiterin, dass ich gefragt habe, hey, wenn ich jetzt hier dem Typ in die Tasche greife und ihm was klaue, was hat denn der? Oder, oh, wenn ich jetzt irgendwie das Ungeheuer, das wir hier haben, so ein komisches Schleimamöbe und der Schleim mitnehme, kann ich da nicht ein Gift draus machen? Oder, hey, wir lagern doch gerade, was wachsen denn da für komische Pilze oder so. Oder vielleicht irgendwie war man sogar so dreist und hatte irgendwie in einem Schrein irgendwie einen Splitter abgebrochen oder so und will jetzt ganz viele irgendwas ganz Abgefahrenes damit herstellen und hoffen, dass man dafür nicht verflucht wird oder so. Und also für diese Neugier, die ja so ein handwerklicher und alchemistischer Charakter auch mit sich bringt, soll man belohnt werden können. Entsprechend gibt es diesen Braukasten, der dann eben ein bisschen aufschlüsselt, hey, du hast Zeug, du würfelst aus, was du rauskriegst und je nachdem, wie gut deine Zutaten sind oder welchem Element sie zugehören, kriegst du unterschiedliche Wirkungen raus. Du kannst ein Elixier herstellen, das alles Mögliche hermachen kann, aber auch Gifte oder Rauschmittel und je nachdem, für was du dich entscheidest, kriegst du unterschiedliche Wirkungen raus, was du reingibst. Und dann kann man quasi so ein lustiges Minispiel spielen und schauen, was man halt aus dem Kram rauskriegt, den man findet. Die Gegenseite ist dann eben der Weg der Substitution, also des Austauschens von Zutaten an bekannten Rezepten. Und wenn man richtig, richtig gut wird als Alchemist, kann man natürlich auch hochwertige Zutaten durch minderwertigere austauschen und trotzdem noch was Brauchbares rauskriegen Oha. und so ganz viel Geld sparen und voll flexibel werden und Sachen improvisieren und dann voll die krassen Sachen herstellen in letzter Sekunde. Da gibt es auch wieder alle möglichen Sonderfertigkeiten, die euch das wesentlich erleichtern, die auch mit diesen neuen Regeln ein bisschen spielen und euch da neue Möglichkeiten geben, damit ihr da quasi sowohl Rezepte als auch modifizieren, als auch eigene herstellen könnt. Genau, und die Das Alchemie klingt der Sonne super. ist so mein persönliches Highlight irgendwie, was Fluff angeht. Da habe ich auch extra eine Illustration gemacht, einfach weil dieses Kuriosum irgendwie, so Hesind und Preios zusammenzubringen, Magie und Antimagie und irgendwie so zu argumentieren, da kommen mir so viele Ideen einfach. Genau, aber ich würde sagen, wir sind an einem guten Punkt, um Fragen aufzunehmen. Denn eigentlich Ja. habe ich alles gesagt. Also die wichtigste Frage zuerst, gibt es den Stein der Weisen? Ja, es gibt sowas wie den Stein der Weisen auch in Aventurien. Was sie sich darunter vorstellen, ist auch beschrieben in diesem Buch. Okay, sehr cool. Dann, was kann ich mir alles aus Jagdgras zusammenbrauen? Nein, okay. lass mich ganz kurz gucken. Und zwar, kann man als Alchemist denn seine Lebenszeit künstlich ausdehnen? Sowas wie ein Trank des ewigen Lebens ist natürlich auch eines der großen Geheimnisse der Alchemie, die mindestens flufftechnisch hier beschrieben sind, natürlich. Genauso der rote Leu, mit dem man aus Dreck Gold herstellen kann. Gibt es neue Homunkuli? Nein, Homunkuli werden, wie gesagt, in ihrer historischen Relevanz und so weiter beschrieben und auch nochmal, welches es so gibt und so weiter. Aber die Version, die ihr kennt, Animatorium, das sind erstmal die, die es gibt.
So, dann eine Frage, die Böcklin hier die ganze Zeit stellt. Ich nehme sie natürlich mit auf. In anderen Fantasy-Welten ist es oft so, dass Zwerge im Allgemeinen ja eher nicht so magisch im Bereich Alchemie und Artefakte doch recht stark slash kompetent sind. Ist es geplant, mit dem Band auch aventurische Zwerge als Alchemisten, Artefaktbauer existent sein zu lassen, beziehungsweise spielbar zu machen? Also ich sag mal, es ist tatsächlich auch historisch weniger ein Ding der Zwerge. Die machen seltener irgendwie, also magische Artefakte, aber wenn, dann ballern die richtig. Also wie gesagt, es gibt auch ein paar Zwergenartefakte in dem Buch, die auch sehr, sehr mächtig und sehr wichtig für die Zwerge sind. Es gibt auch einen Zwergenschmied, das ist der Dämonenschmied aus Yul'gurmak, der Perilax. Den könntet ihr aus Eiserne Flammen kennen, dem Abenteuer. Also, ich würde sagen, natürlich gibt es zwergische Artefaktschmiede, die auch magisch begabt sind. Ich sag mal, die Sonderfertigkeit, mit der man das auch zum Beispiel lernen kann, selbst wenn man kein Magier ist, den Arcanovi, die gibt es jetzt. Also, da könnt ihr auch alles Mögliche mitmachen. Alchemie ist bei Zwergen tatsächlich auch nicht so ein Ding, soweit ich weiß. Also, ich kann mich auch nicht erinnern, dass sie groß, riesen viel erwähnt wurden. Wobei die Gioden natürlich und die Druiden einen gemeinsamen Ursprung haben, beziehungsweise Druiden haben sich aus Gioden entwickelt. Und entsprechend, klar, warum sollte es keine Gioden geben, die alchemistisch begabt sind? Also es gibt nichts regeltechnisch, was sie davon abhalten könnte. Profane Alchemie sowieso als Talent, also als Handwerkstalent, kann jeder einsetzen. Und Astralenergie hier reinfließen zu lassen, ist auch etwas, was jede Tradition kann. Gibt es bereits Neuigkeiten zu der Weiterentwicklung von Zurbarans Tinktur? Nicht-Magier, die Chimären erschaffen können, hören sich sehr interessant an. Das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich etwas, also diese Tinktur ist nicht hier in diesem Band drinnen beschrieben, aber sie war ja schon mal beschrieben tatsächlich, also sie gibt es ja schon. Insofern hängt es jetzt eigentlich an euch, Abenteuer daraus zu machen, was ihr damit tut, denn die Tinktur existiert, sie muss nur eingesetzt werden. Nice. Also, Kain weist mich nochmal darauf hin, es gibt zwergische Alchemisten in Wege der Helden als eigene Profession. Ja, super. Dann ist doch alles gesagt. Dann ist, ich wollte gerade sagen, dann ist es hier auch mit offiziell gestattet, sozusagen. Was ich noch schön fand, die wilden Labore sehen vermutlich aus wie unter aller Sau. ja, ich hab mich auch schon eingeladen gefühlt zu dieser kleinen, kuscheligen Küche da hinter dem Baum. Ich muss mal schauen, dass ich hier nichts übersehe. Wenn ich das übrigens richtig wahrgenommen habe, dann kommt der neue Bund von Druiden und Hexen sehr gut an. Das freut mich sehr. Ach genau, eine Frage, die kam noch etwas früher. Warte mal, jetzt fällt es mir ein. Und zwar die Tatsache, dass Alchemieprodukt nur maximal die QS erreichen kann, wie die QS der Zutaten, sorgt bei mir immer dafür, dass ich Alchemiker kaufe und nicht selbst herstelle. Wird es dafür eine Sonderfertigkeit geben, mit der ich das umgehen kann? Also die Regeln zur Substitution, sie sind natürlich so designt, dass man das umgehen kann zu einem gewissen Grad. Also man kann natürlich nicht immer, also nicht gratis aus weniger mehr machen. Das wäre schlechtes Spieldesign. Aber ja, ich sag auch mal, hier haben die Sonderfertigkeiten bestimmte Möglichkeiten, um es dir generell einfacher zu machen, auch höherstufige Alchemiker herzustellen, auch wenn die Zutaten eigentlich scheiße sind. Also das ist eine Sache, die will jeder können. Auch in Aventurien, insofern gibt es gewisse Möglichkeiten dazu. Gut, und dann noch eine Frage. Ich habe bestimmt zwei, drei überlesen, Leute, tut mir furchtbar leid, aber wird es denn oder gibt es Schwarzpulver? Es gibt Feuerpulver in Aventurien, ja, aber es ist wurftechnisch so geregelt, dass in dem Moment, wo man es fertig hergestellt hat, quasi innerhalb von kürzester Zeit Feuergeister sich bilden, die davon magisch angezogen werden und es entzünden. Aber wenn man es gut herstellt, hat man tatsächlich ausreichend Zeit, um es tatsächlich noch irgendwie als Bombe zu verwenden. Man muss halt dann wirklich schnell sein und sich in Sicherheit bringen, weil das echt gefährlich sein kann. Aber dass man es nicht lagern kann, ist sehr wichtig für Aventurien, weil man natürlich sonst Schusswaffen herstellen könnte und solche Späße. Und das wollen wir nicht. Gut.
Ansonsten würde ich sagen, was das erstmal. Ach, vielleicht hier den nehme ich noch auf. Wird es einen brauchbaren Verwandlungstrank geben, im Kampf zum Beispiel? Verwandlungstrank. Ich glaube, einen Verwandlungstrank haben wir nicht drin, aber du kannst natürlich selbst einen herstellen. Die Regeln dafür hast du ja jetzt. Kein Genau, Problem. okay. Kann man Tränke potenzieren? Oh. Ja, wir haben sogar eine neue Regel, eine optionale Regel eingeführt, die nennt sich hyperpotente Wirkung, die euch Möglichkeiten gibt, quasi eine QS7 zu erzielen, die dann nochmal extrem viel stärker ist als QS6. Aha. Hört, hört. Okay, sehr cool. Gut, dann würde ich sagen, mache ich erstmal Schluss mit den Fragen hier. Wir haben ja, weiß ja vielleicht noch ein bisschen was, oder? Das vorstellen möchte ich Alchemie ohne Rücksicht auf Verluste, sehe Achso, ich. und wieso ist die letzte Folie? Ich habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen Ah, wollte. okay. Nicht, Ich dass würde ich dich nur hier noch eine Sache weiter. noch ergänzen, weil ich es einfach. Ich glaube, diese Folie sollte mich daran erinnern. So, denn ich habe auch ein paar Regeln eingebaut, die, also Optionalregeln, sowohl bei den Artefakten als auch bei der Alchemie, die Regeln verkürzen, auch in der Zeit, die sie brauchen, um Sachen herzustellen. Also, wenn ihr quasi alles mit einer Probe abhandeln wollt, wenn ihr ein Artefakt herstellt, ist das möglich jetzt. Dafür gibt es eine spezielle Regel. Natürlich mit gewissen Einschränkungen, weil manche Sachen, es werden halt einfach natürlich unrealistisch. Also es ist unmöglich, eine Regel zu formulieren, die pauschal zum Beispiel sowas abdecken kann, wie, hey, es dauert nicht so lange, ein Schwert, also irgendwie ein Dolch herzustellen, wie ein, keine Ahnung, ein Haus zu bauen. Beides sind aber Objekte, die man theoretisch herstellen kann. Und wenn ich beides mit einer Probe und noch allem drum und dran mit Magie und so weiter abhandle, dann gibt es gewisse Verzerrungen. Aber welche das sind, also womit ihr da rechnen müsst und was quasi der Payoff ist, das ist in dieser also eigentlich relativ kompakten Regel beschrieben, so von wegen, hey, ich habe keine Zeit, ich will jetzt einfach was Geiles herstellen, aber ich will diesen ganzen Scheiß hier benutzen, der neu ist. Ich will aber nur möglichst einmal würfeln oder so und zwei Sachen nachgucken. Dann haben wir dafür eine Regel formuliert, mit der das möglich ist. Und bei der Alchemie gibt es auch entsprechend so eine Optionalregel, wo man quasi sehr verkürzt sehr viel Informationen in einen Wurf reinstopfen kann. Und das ist gut für Spielrunden, die sowas effektiv in ihrer Gruppe haben wollen, solche Figuren und solche Helden, aber eigentlich Abenteuer spielen und die also rein also vom echt weltlichen zeitlichen Rahmen keine Zeit dafür ist, das alles ausführlich zu machen. Denn es ist realistisch. Ich meine, ein Tag hat nur so viele Stunden und es war uns möglich, so eine Regel zu formulieren, also haben wir es mal gemacht. Vielleicht bringt es euch was. Sehr cool. Dann habe ich natürlich noch weitere Fragen. Und zwar, wird es denn sowas wie richtige Rezepte geben oder gibt es nur eine Art übliche Zutatenliste? Also wenn du richtige Rezepte im Sinne von so Ingame-Rezepten von wegen nimm ein Skrupel vom Haar des Einhorns und rühre dreimal um, das ist Fluff, den könnt ihr euch ausdenken. Also ich sehe persönlich keinen Mehrwert darin, das für jedes einzelne Elixier auszuformulieren, denn also wenn ihr LARPen wollt und es ganz genau wissen wollt, das ist natürlich geil, aber für ein normales Rollenspiel-Sitzung sehe ich den Mehrwert nicht wirklich. Also abgesehen von natürlich hier und da mal einem Ingame-Text, der irgendwie das so ein bisschen unterfüttert, wie sowas in Aventurien aussehen könnte. Aber sowas gibt es durchaus. Also, aber es ist nicht so, dass hier jedes einzelne Rezept so eine Art von Rezeptbeschreibung hätte. Das muss im Sinne, richtige Rezepte im Sinne von Wege der Alchemie, sagt Kahin. Ich muss zugeben, ich kann es nicht ganz beurteilen. Ich würde sagen, so rein vom Aufbau sind die Regeln sich schon eigentlich relativ ähnlich. So was die Werte, also das sind die normalen Wertekästen für Elixiere in DSA 5, die ihr schon kennt. Bei Wege der Alchemie hatten, glaube ich, manche halt immer noch so ein bisschen Ingame-Text vorne dran, wo halt dann eben genau so was beschrieben wurde wie oft rühre ich, wie steht der Mond dabei. Das ist Genau, ja. schön, aber das ist, wie gesagt, also ich finde, das Beispiele reichen mir persönlich bei sowas. Das hat nicht jedes einzelne Rezept einzeln bekommen. Vor allem Okay. auch, weil keine zwei Alchemisten werden es genau gleich machen.
Das halte ich für unwahrscheinlich. Zumindest nicht über unterschiedlichen Gilden und so Ja, also weiter. du hast Die haben jetzt alle nicht ihre irgendwie, Versionen. das macht man so, Punkt. Nee. Sondern. So exakt, also die Alchemie hat, das ist wie beim Kochen, so du musst schon eine gewisse Temperatur erreichen und Dinge auch irgendwie schneiden auf die richtige Art, damit auch alles gleichzeitig irgendwie gar ist und so weiter. Aber ob du jetzt Stern oder Herzen schneidest, das macht einen Unterschied fürs Endprodukt, aber du kriegst immer noch dasselbe Gericht raus. Also genauso ist das bei Alchemie auch. Die Gilde von Mengbilla wird den Trank nicht genauso anrühren wie der Bund der Alchemisten, der Bund der Salamanders. Also insofern, das ist ganz, ist völlig in Ordnung, so ein bisschen zu freestylen, wenn man es ausspielt. Gut, jetzt ich gehe gerade noch mal durch, dass ich hier auch nichts übersehen habe. Das hatten wir schon. Wird es einen Trank geben? Wird es einen Trank geben, der den Anwender in eine Art Monster verwandelt? Generell, natürlich gibt es sowas. Ich glaube, mit dem Braukasten habt ihr da auch viel Spaß. Da sind auch viele solche lustigen Sachen mit drin, die man auswürfeln kann. Alkohol, Und ja, natürlich schön. können Alchemiker auch chaotisch werden, genauso wie Artefakte. Da gibt es auch eine Übersicht so von wegen, hey, unter welchen Bedingungen kann Alchemikum seltsame chaotische Zusatz- oder Nebeneffekte entwickeln. Auch natürlich mit Würfeltabelle und sowas. Gut, dann ich nehme mal gerade die aktuelle, die hier noch aufkam von Streamledor. Wird etwas an der Zauberauslösung beim Artefakt angepasst? Ist etwas antiklimaktisch, wenn das legendäre Artefakt dann schlecht würfelt? Insbesondere, wo mit dem Animatorium-Golems das schon besser geregelt bekommen haben. So strukturell im Band haben wir es so aufgeteilt, es gibt legendäre Artefakte und Alchemika und es gibt magische Artefakte und Alchemika. Und legendäre, das ist quasi dann ein Abschnitt, wo ohne Regeln Sachen nur über Fluff beschrieben werden und darüber, was ihr damit machen könnt, so. Aber da geht es dann mehr darum, wenn ihr sie verwendet, tatsächlich in Abenteuern, das sind so mächtige Objekte da, dass es das in Spielleiterhand zu entscheiden, was genau dann passiert, wenn man so ein Frevlergewand zum Beispiel benutzt oder was ein Zauberschiff dann wirklich alles im Detail kann. Da sind, wie gesagt, dann nur Ideen und Umrissen, was es ungefähr tut. Bei den magischen Sachen, da gibt es dann wirklich konkrete Regeln, so wie ihr das kennt, also so wie Objekte und Alchemiker bei uns halt in der Regel beschrieben sind. Da steht dann, aus welchen Zaubern es quasi zusammengesetzt ist, wie man es auslöst, was der Effekt Okay, ist, wie ja. das Ding aussieht und so weiter. Also ich könnte mir jetzt sogar vorstellen, dass, das sage ich jetzt aus meiner Laiensicht, ja, dass für so ein legendäres Artefakt, wenn du dem in irgendeiner Form regeltechnisch gerecht werden wollen würdest, müsstest du dafür ja so viele Seiten drauf verwenden, um das sinnvoll zu machen, dass es dann schon wieder ein eigenes Buch wäre oder so. Das Heft Fliegendes Schiff, was ich jetzt per Ja. se nicht unattraktiv finde, aber das stelle ich mir schon schwierig vor. Und da selbst dann ist es ja auch wieder festgestellt. Geschrieben und ich finde, so ein legendäres Artefakt ist, das Nee, an der arbeitet Stelle ja ist nicht der nach Regeln. Weißraum ist auch ein Gewinn. Also ich glaube, man hat einfach mehr davon, wenn man es auch ein bisschen interpretieren kann, auch wie es die Geschichte braucht. Denn es geht da um Sachen, die sind jenseits von allem, was Sterbliche können eigentlich. Und genauso sollten die sich auch anfühlen. Also auch irgendwie ein Magier, der das erste Mal die Sulman al-Nasuri betritt, der soll nicht das Gefühl haben, dass er sich das alles erklären kann. Weil dann wäre das nicht die Sulman al-Nasuri, sondern irgendein anderes Schiff. Das ist ein Ding. Das ist atemberaubend. Auch für einen hohen Gelehrten. Das ist einzigartig. Das kannst du nicht erklären, wenn du es dir anguckst. Du hast vielleicht verschiedene Möglichkeiten, über deine privaten Expertisen dir bestimmte Sachen zu erschließen und zu sagen, oh, ich glaube, dieses Segel wird von einem gebundenen Djinn bewegt und so weiter. Aber wie das dann alles im Zusammenspiel funktioniert, das ist eben, das geht über das hinaus, was man sich erklären kann. Deswegen sind es die legendären Artefakte und Alchemika. Man erklär mir Gut, mal, wie das Elixier des ewigen Lebens dein Leben unendlich macht. Das geht nicht. Das kann man nicht erklären. Ja. Ja, genau. Also ich finde, das gehört ja auch ein bisschen so. Das ist ja eben das Unerklärliche macht ja den Flair von einem legendären Artefakt aus. Sonst wäre es nicht Genau. mehr so legendär und episch. Das wäre ja irgendwie.
Ja, kann ich dir aufschreiben, wie es gebaut ist. Genau, ich versuche noch die zwei Fragen hier zu übernehmen. Und genau, bei der Sulman-Alena-Sorry war eher die Frage, warum sie nicht explodiert. Fand ich auch schön. Genau, ich versuche noch die beiden Fragen hier zu übernehmen. Einmal von Malirion: Wird weiterhin jedes Artefakt immer permanente ASP kosten? Ja, also für einen permanenten Effekt muss man eben auch permanente Punkte ausgeben. Das ist regeltechnisch so. Man kann es ein bisschen reduzieren mit den richtigen Mitteln, aber null wird es nicht werden. Gut, und Golems per Magie, klar, aber per Alchemie, kann man per Alchemie Golems erschaffen? Das ist ja im Prinzip dann der Homunculus, zumindest so nah man halt rankommen kann. Was dazwischen vielleicht noch liegen mag, ist eine gute Frage. Sollte vielleicht forschen. Vielleicht ist das sozusagen die nächste Aufgabe für den oder die Alchemistin unter euch. Vielleicht ist Pardona die Antwort. Ich meine, sie ist aus dem Kessel rausgestiegen, aus einem Aha. Elixier. Wer weiß, was unter der Haube bei ihr steckt, wirklich. Ich meine, Genau. vielleicht ist sie in Wirklichkeit ein Roboter. Wissen wir das? Ist ja ein Golem. Hat sich schon mal jemand von innen gesehen? Ich weiß es Tja. Fragen über Fragen. Gut, liebe Leute, ich könnte wahrscheinlich noch 3 Stunden weiterhin Fragen aufnehmen, so viel wie ihr schreibt, was ich sehr schön finde. Allerdings müssen wir irgendwo auch eine Grenze finden. Deswegen würde ich sagen, kommen wir hiermit zum Ende. Ich fand es super, 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 super cool. Vielen, vielen lieben Dank, Zoe, dass du hier so einen Einblick gewähren konntest. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen, wie es mir gefallen hat. Und ihr habt jetzt eine gute Vorstellung, was euch mit Arkane, Schmieden und Labore erwartet. Ich habe mal ganz frech den Link hier in den Chat gepostet. Wenn ihr also mal nachgucken wollt und sagt, oh geil, ey, da kann ich nicht drauf verzichten, könnt ihr da mal draufklicken, dann kommt ihr in den F-Shop. Ansonsten, wie gesagt, ich freue mich total drauf, allein schon, weil ich mir geile Magier, Waffen und Artefakte basteln möchte und mich cool fühlen möchte, wenn ich mit meinem edgy Schwertkämpfer eine geile edgy Waffe führe. Aber das ist eine andere Geschichte. Und stimmt, gestern hieß es zwar noch, der Stream würde bis Freitag gehen. Da Leider muss ich euch nicht, jetzt aber leider es liegt an enttäuschen. Philipp, Ja. muss ich Ja, es leider tut mir sagen. leid. Ich muss mal mit meiner Mutter telefonieren. Ich gebe es zu. Genau. Ansonsten, also nochmal vielen Dank, liebe Zoe. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr so lange dabei wart. Wie gesagt, habt interessante Facts und Informationen mitnehmen können, die euch dieses Buch jetzt richtig schön schmackhaft gemacht haben. Wir haben morgen noch einen wunderbaren Stream, nämlich mit dem Nico und dem André aka Kriegsfenster. Denn wir haben uns gedacht, 40 Jahre DSA, das ist eigentlich ein ziemlich cooler Anlass, um mal über verschiedene Dinge an Aventurien bzw. das schwarze Auge zu reden. Unter anderem eben auch die Geschichte von Aventurien und so ein bisschen. Also man findet ja viele, ich sag mal, realweltliche Anleihen in Aventurien, aber so einfach ist es eben auch nicht, ja. Und da wir da einen richtigen Experten mit dem André haben als Historiker, werden Nico und André da morgen mal ein bisschen drüber reden und so ein, ich sag jetzt mal ganz grob und vereinfacht, einen Ver Gleich zwischen der Historie Aventuriens und der echten Historie angehen. Der Stream startet, jetzt muss ich selber mal kurz, glaube ich, um 17 Uhr. 18 Uhr, ich muss jetzt gerade selber passen. Oh, sorry, Leute. Dip, 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 dip. Lass mich kurz nachgucken. Schnell, hilft mir jemand. Ich kann es euch nicht auswendig sagen. Also ich glaube, es ist 17 oder 18 Uhr morgen. Ich finde es auf die Schnelle nicht raus. Ich schreibe es nachher nochmal in den Discord, wenn ihr da nochmal nachgucken wollt. Ach nee, wartet mal. 17 Uhr, wir haben es doch auf Facebook geschrieben. Ich bin doch blind. Ja, zu gestern darf ich leider nichts sagen, gerne. Das werdet ihr aber noch erfahren. Genau. 17 Uhr geht's morgen los. So, jetzt habe ich die Information. 17 Uhr morgen auf Twitch. André und Nico live. Daniel ist auch noch mit dabei. Unbedingt einschalten, es wird sehr cool. Ich freue mich da auch persönlich sehr drauf, weil ich glaube, das wird ein super cooles Format und eine super coole informative Sendung. So.
bevor ich noch in die zeitliche Bredouille komme. Nochmal vielen Dank. Schön, dass ihr alle da wart. Passt auf euch auf, bleibt gesund und schaltet morgen ab 17 Uhr unbedingt hier ein und informiert euch über wunderbare, tolle, aventurische Geschichte. Danke, Zoe, und macht's gut. Tschüss.